Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 275 am 6. August. Ich bin Philipp Klöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner, auch Pip genannt. Wir sprechen heute über ein paar News und haben natürlich Earnings-Zahlen, sehr deutschsprachig heute. Delivery Hero, HelloFresh, Home2Go, SEA, On Running ist auch dabei. Und später sprechen wir auch über einen VC von Auto1 und das ist der optimale Übergang für eine kleine persönliche Anekdote. Der SUV ist verkauft. Pip, du kannst jetzt keine SUV-Witze mehr über mich machen. Was ist das für eine Episode hier? Wie deutsch ist das? Patriotische Earnings, eidgenössische Earnings und Autoverkauf. Wie viele Autos hast du denn jetzt noch, wo du das SUV verkauft hast? Ich fahre jetzt 100% elektrisch. Ich weiß, das ist für dich immer noch nicht gut genug, aber ich will auf jeden Fall versuchen, wie das so ist, elektrisch zu fahren in der Stadt und außerhalb ohne Ladestation vor der Haustür, oder Wallbox an der Wand. Mal schauen. Und Der Verkauf, ja, das ja. heißt, wie hast du verkauft? Verstehe. Wie hast du das denn verkauft? Wer kauft denn noch sowas? Angeblich wird sehr viel davon gekauft, also von Dieselfahrzeugen, und es eher Hybrid und Elektro wird aktuell angeblich verkauft, wenn man die Premium genommen hat und dann das Auto versucht zu verkaufen. Die Zahlen kann ich nicht bestätigen. Das sagt auf jeden Fall der Petrolhead, der mein Auto gekauft hat. Ich habe, damit wir im Podcast auch ein bisschen was lernen, habe ich alles ausprobiert. Also von Auto1, die haben ja so eine Börse, wo man sein Auto da zeigen kann, verkaufen kann. Hast du die Börse Dann, benutzt oder hast du es durch die Werkstatt gefahren und ich habe es online eingetragen, dann habe ich es hingefahren, dann hat sich das jemand angeguckt, dann wurde mir ein Preis gesagt, dann wurde gesagt, jetzt geht er noch in eine Auktion mit, ich meine, 600 Händlern, die dann noch darauf bieten können. Und dann kam gar nichts. Also es gibt dann so ein Zeitfenster, du kannst das für das Geld in der Zeitfenster verkaufen und die spielen alle damit mit, das ist der letzte garantierte Preis, vor allem am Anfang, um dich halt in den Laden zu bekommen. Also das machen alle Anbieter so. Moment, aber Und ich denke, ja. die kaufen jedes Auto. Das heißt auch, wir kaufen ein Auto. Oder kaufen Ja, sie es, nur wenn es keiner will, kaufen sie es dann für einen reduzierten Preis, oder was? naja, sie kaufen es zu dem Preis, den die sagen, und sie locken dich mit einem höheren Preis, gucken sich es dann an und handeln dann halt runter. Und dann setzen sie es nochmal in eine Auktion, wo alle Händler nochmal bieten können und sie dann wahrscheinlich eine Provision Und bekommen. wenn dann mehr erlöst würde, würdest du den mehr Erlös teilweise bekommen, oder? Ah ja. Und so hast du jetzt aber nur den Auto-1-Wert bekommen, oder? Ja, ich habe den Auto1-Wert bekommen und Learning, wahrscheinlich ist es in Sommerferien nicht gut, Autos zu verkaufen, weil sowohl Händler als auch Privatpersonen im Urlaub sind. Und es hat keiner drauf geboten. Und die Überraschung war, ich habe noch nicht mal eine E-Mail bekommen, dass keiner drauf geboten hat. Dann habe ich das zweite gemacht. Also so Customer-Erlebnis war jetzt irgendwie nicht so top. Dann wollte ich natürlich auch wissen, wie das ist, so ein Auto privat zu verkaufen. Habe das mit einem Bekannten gemacht, der das für mich online gestellt hat. Also wir haben schöne Fotos gemacht, er hat alles online gestellt, hat so rausgesiebt, wer das Auto wirklich haben möchte. Dann kam eine nette Person, 400 Kilometer angefahren, hat sich das Auto angeguckt. Wir hatten schon den Kaufvertrag ready und alles, haben alles am Telefon vorher besprochen. Macht eine Probefahrt und sagt, na, schlechtes Bauchgefühl. Und ist wieder 400 Kilometer weitergefahren. Dann, was habe ich noch gemacht? Ah ja, dann habe ich es auf einer anderen Börse nochmal online gestellt. Die arbeiten also ähnlich so wie Auto1, aber mit Partnerwerkstätten. Und da habe ich den Wagen jetzt heute verkauft. Erst wurde mir weniger angeboten als bei Auto1, dann mehr. Und jetzt habe ich es für ein bisschen weniger, als ich es privat verkauft hätte, verkauft. Allerdings immer noch mehr als die Person, die es ganz am Anfang per Handschlag sofort haben wollte. Also ja, Auto ist weg und ich lerne jetzt, wie das so ist mit einer Ladestation. Und hast Und bei da, allen Marktplayern Kosten verursacht. was meinst du, bei allen Marktplayern Kosten Na, das verursacht? wurde ja inspiziert von Auto 1, dein Auto, oder Ach nicht? so, ja, gut. Ich wollte ja schauen, wo ich es am besten und am schnellsten losbekomme.
Die Zahlen sind auch rausgekommen von Auto 1. Die haben wir ja geskippt, weil es nicht so interessant war und die auch wirklich hässlich aufbereitet sind, weil die, ich glaube, auch in dem Entry-Segment sind und keine richtigen Quartalsberichte machen müssen. Aber es gibt so Selected Financial Data, also und eine Pressemitteilung natürlich, und zwar Auto 1 Group Reports Record Gross Profit, also so ein Rekord-Rohertrag per Unit and Best Adjusted EBITDA Results since IPO. Also wir haben das beste EBITDA-Result seit dem Börsengang und den besten Rohertrag pro Auto, weil der Rohertrag pro Auto, genau, der ist um 18% gestiegen, der Rohertrag insgesamt aber nur um 1%. Die Anzahl der Autos ist sogar um 15% runtergegangen gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz ist um 23% runtergegangen. Aber das Adjusted EBITDA ist von minus 47 Millionen. Das waren 40%, schätze ich, rund des Rohertrags als negatives EBITDA. Und eigentlich muss man Rohertrag, der Gross Profit ist eigentlich der Innenumsatz. Ne? Wenn, klar geht das ganze Auto eventuell über das Balance Sheet für eine Sekunde, aber ich würde sagen, der Innenumsatz ist eigentlich der Gross Profit hier. Dann hätte man sagen müssen, im Vorjahr waren 40% des Gross Profit war negatives EBITDA. Jetzt sind es nur noch minus 15 Millionen. Das sind 16-17% negative Marge, würde ich schätzen. Immer noch, also der vermeintlich beste adjustierte EBITDA ist immer noch deutlich negativ als Marge. Es ist eben nur am wenigsten negativ bisher. Aber letztlich haben wir jetzt halt kein Wachstum. Also beim Revenue haben wir, Revenue oder was Sie als Revenue verbuchen, sinkt um 23%. Die verkauften Einheiten sinken um 15% und man ist aber weiterhin mit, Sekunde, ich rechne mal kurz aus, wie viel Prozent das sind, 14,8 durch 127,8 ist minus 11,5% adjustiert EBITDA. Operating Cashflow sehen wir in dieser Zwischennachricht nicht. Holen wir uns jetzt, oder? Sekunde, haben wir irgendeine vernünftige H1 Trading Update, da wird auch nichts drinstehen. Financial Statement, 3 Monate gab es. Ja, da ist da auch ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, weil das Vorjahr wird ausgegraut, damit man das nicht so stark sieht. Naja, sieht nicht aus, wie, also ob das Business brummt gerade, aber also man kann die Kosten reduzieren. Das habe ich auch versucht herauszufinden. Mir wurde gesagt, es ist immer gleich viel los. Immer gleich viel los? Ja. Aber dann drehen sie nicht gleich viel Autos, vielleicht haben sie gleich viel Arbeit, aber der Umsatz, also insbesondere die verkauften Einheiten, gehen ja dort deutlich zurück. Das sieht man ja schon. Ja, ist wahrscheinlich, vielleicht machen es mehrere Leute so wie ich. Einfach mal verstehen, was ein richtiger Marktpreis ist und dann selbst 10% mehr nehmen und ihn selbst zu verkaufen oder halt woanders. Also am Ende machen ja alle Händler wahrscheinlich das Gleiche. Sie kaufen das Auto und verkaufen es für 10-20% mehr und im besten Fall machen sie den Lack noch ein bisschen schöner. 10-20% mehr, Sekunde, das können wir ja, Gross Profit per Unit ist 900 Euro. Also gar nicht so viel. Wiederum, Gross Profit ist ungefähr 10% des Umsatzes. Das heißt, das Durchschnittsauto, jetzt müsste man wie die beiden Geschäftsmodelle Retail und Merchant wahrscheinlich noch ein bisschen trennen, aber im ganz groben Schnitt ist es nur 10, also macht man 10% Gross Profit. Das heißt, das Auto kostet im Schnitt nur 10.000 Euro oder unter 10.000 Euro. Dein Auto war natürlich bestimmt hochwertiger und hat ein Vielfaches davon gekostet und auch ein Vielfaches wert. Aber wie gesagt, die Marge ist eigentlich nur so 10%, die sie machen. Dafür drehen sie natürlich deutlich mehr Autos als der Durchschnitt. Ne? Ja, und während mein Käufer dann meinte, er würde so wahnsinnig viel Elektro und Hybrid ankaufen, weil alle die irgendwie loshaben wollen, bin ich dann mit dem Taxi weitergefahren und in einem Elektroauto, und das war der erste Taxifahrer, also bin sehr lange kein Taxi mehr gefahren, der mir erzählt hat, dass er sein Elektroauto viel, viel besser findet als alles, was er vorher hatte. Und der hat ist jetzt 150.000 Kilometer mit dem Ding gefahren. Er meinte, dadurch, hier Zauberwort Rekuperation, gehen die Bremsen nicht mehr kaputt. Früher hat er irgendwie alle 40.000 Kilometer wegen Stadtfahren und so neue Bremsen gebraucht. Das braucht er gar nicht mehr. Inspektion ist auch viel, viel günstiger geworden. Und er sagt für sich, für in der Stadt als Taxi ist es das viel, viel bessere Fahren. Er lädt das Ding einfach abends und
übergibt den Wagen dann weiter, hat überhaupt kein Problem, sagt, das Beste, was er je gemacht hat. Ich glaube nicht, dass der Einzige oder Erste dabei ist. Also in Berlin sind die allermeisten Taxis elektrisch inzwischen. Also inklusive der Uber-Flotten auf jeden Fall und Bolt und so. Es gibt ja kaum noch nicht hybride Taxis. Als ich früher noch im Schwabenländle Taxi gefahren bin, da gab es einen Tesla. Und der war der einzige Kämpfer dafür. Ja, ich glaube schon, dass das viel Sinn macht. Aber fand ich bemerkenswert. Ich konnte es gar nicht glauben, dass der Wagen schon 150.000 Kilometer drauf hatte. Als Verbrenner hast du auf jeden Fall mehr Kosten als einmal neue Reifen. Ja, der einzige Punkt war, Reifen gehen schneller kaputt, ein bisschen schneller, weil sie natürlich alle an der Ampel schneller aufs Gas gehen, schneller auf 50 beschleunigen. Genug Autocontent. Du hast noch ein bisschen Bankrott-Content. Lass uns von Autos zu Bussen gehen. Genau, ein Hörer hat uns zugeschickt, dass Proterra das Zeitliche gesegnet hat oder Chapter 11 beantragt hat in den USA, also das Bankrottverfahren. Proterra hat die Antriebe, aber auch selber Autos gebaut für elektrische Busse, LKWs und so weiter, baut teilweise Baumaschinen, glaube ich auch. War ein Constituent, ein Bestandteil des 10x DNA-Fonds, auch ich glaube ein relativ kleiner, aber. Und ja, ein bisschen perfekter Sturm, würde ich sagen, ein bisschen aber auch absehbar. Also hätte man sich da jetzt reinkaufen müssen, ich weiß nicht. Das hat sicherlich nicht geholfen, sodass sie hatten Supply Chain Probleme wie alle großen Hersteller. Als Startup ist es natürlich deutlich schwerer zu verkraften als ein großes Unternehmen. Sie haben lange Sales Cycles, glaube ich, mit denen, wenn du Busse verkaufst, solche Entscheidungen werden nicht von heute auf morgen getroffen. Das sind ja relativ lange Investitionszyklen. Das alles hat nicht geholfen und wer sich die Zahlen mal angeschaut hatte vorher, also noch im Q1 23 zum Beispiel, das war auch wieder eine der Firmen, die es im Vorjahr genauso, die das wundervoll bringt, Produkte mit negativen Rohmargen zu verkaufen. Also sie haben im Q1 23 70 Millionen Umsatz, Produktumsatz gemacht und noch 9,5 Millionen mit Ersatzteilen, also rund 80 Millionen Umsatz, haben aber Cost of Goods Sold von 86 Millionen gehabt und genauso sah es im Quartal des Vorjahres aus. Also minus 10, naja, nicht ganz, aber sagen minus 6-7% negative Rohmarge schon, haben dementsprechend Net Loss in dem Quartal, da war noch so ein bisschen Debt Extinguishment dabei, aber der Net Loss war immer so 50 bis 70, 80 Millionen pro Quartal. Man ist längst nicht schnell genug gewachsen, um in Regionen zu kommen, dass sich das lohnen würde. Weiß nicht, ob die Wette so schlau war, aber ja, da musste man jetzt leider bankrott anmelden. Ich verstehe mal nicht, warum Menschen in Business investieren, die negative Rohmargen haben. Das ist das beste Zeichen dafür, dass dein Produkt eigentlich kein... Also wenn du ein Produkt jetzt unabhängig von den ganzen HQ-Kosten und Vermarktungskosten und so, wenn was groß genug wird, was Erträge, also Roherträge erwirtschaftet, kriegt man oft diese Operational Expenses, also Marketing, G&A, Forschung, Entwicklung und so irgendwann gedeckt. Aber wenn ein Produkt schon eine negative Rohmarge ist, heißt das eigentlich, der Markt will dafür nicht bezahlen, was man braucht, um es zu produzieren. Und das heißt eigentlich, die Firma hat noch keinen Product-Market-Fit. Und warum solche Firmen trotzdem dann an die Börse gehen, ist mir aber ein bisschen Moment, unklar. Aber du als Angel hast doch schon in viele unprofitable Geschäfte investiert. Ja, der Unterschied ist aber, dass ich ein Early-Stage-Angel bin, wo es in den ersten Monaten, vielleicht Jahren einer Firma ist, es noch jetzt nicht total atypisch, dass man auch mal negative Margen hat. Aber dann zu dem Zeitpunkt, wo man in die Börse geht, sollte man das vielleicht bewiesen haben, dass man die Sachen nicht teurer einkauft, als man sie verkauft. Und bei den Sachen, wo ich investiere, ist es ja eigentlich so, dass es einen relativ klaren Weg dahin geht, zumindest Deckungsbeiträge zu erwirtschaften. Das ist auch im Gespräch sicherlich auf das Quick-Commerce-Modell dann da. Ob in den USA, in der Türkei oder auch in einzelnen Warenhäusern in Deutschland ist ja bekannt, dass das teilweise möglich war, das Deckungsbeitrag positiv zu betreiben. Noch nicht überall, aber genau. Ja, nochmal
abschließend zu diesem Bus-Thema. In Norddeutschland hat auch einer insolvent angeboten, eher eine kleinere Firma, ich glaube, es waren so 80 Mann oder so, die haben angefangen, Oldtimer zu elektrifizieren und dann irgendwann Busse und alles. Und ich meine, dass die jetzt auch weg sind. Das ist natürlich auch, also jeder, der irgendwas produziert hat in den letzten Jahren und vor allem, wenn du das dann, bei den Sachen ist es ja so, dass wenn die einen Bus machen, dann nimmt das wahrscheinlich eine Stadt, eine Ausschreibung, da wird ein fester Preis vorgegeben und wenn auf einmal die Batterien das Doppelte kosten, kriegst du das Ding halt überhaupt nicht mehr profitabel. Ja, und es gibt ja ausreichend Konkurrenzangebote. Es ist halt, ich weiß jetzt nicht, wo Proterra genau die Innovation gesehen hat, aber Elektrobusse gibt es, also sowohl mit Kabelsystem oder wie sage ich das, Stromabnehmer sowie Straßenbahn oder eben auch aufladbar batteriegebunden, gibt es ja gute Konzepte. Ich weiß nicht, warum es da nochmal was deutlich Besseres brauchte oder worin die Innovation da bestand. Wie auch immer. Kurze Werbeunterbrechung. Du willst dein virtuelles Rechenzentrum einfach konfigurieren und auf der sicheren IONOS Cloud-Plattform betreiben? Kein Problem. Mit dem innovativen Data Center Designer von IONOS gelingt dir das spielend leicht. Die grafische Benutzeroberfläche des Data Center Designers führt dich intuitiv durch alle Schritte. Hier kannst du deine benötigten Komponenten, zum Beispiel RAM, Storage, Cores, einfach per Drag and Drop zusammenstellen. Alternativ kannst du natürlich auch eine API dafür einsetzen. Falls du mal unverbindlich die Cloud von IONOS testen magst, klicke auf den Link in den Shownotes. Ich habe mir eben einen Load Balancer in mein Demo Data Center gedroppt und wünsche dir viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Wenn wir schon bei Insolvenzen sind, ich habe die Tage dran gedacht, ob du mit deinen Outside-In-Tools nicht vorher sehen könntest, wann eine Firma insolvent geht. Also Beispiel. Eine der Sachen, die du machen würdest, um eine Insolvenz, ja, nicht in die Insolvenz zu kommen, ist ja Leute entlassen, so, aber auch Marketingkosten dramatisch zu reduzieren, falls dein Business nicht super profitabel ist. Und mein Gedanke war, bist, droht in der Regel keine Insolvenz. Ja. Keine Insolvenz, guter Punkt. Aber also ich stelle mir gerade vor, oder wenn du ein Startup bist und gerade eine Runde machen musst, so von Unicorns bis irgendwas, so man müsste, könnte man sehen, wann Firmen anfangen, keine Ahnung, von 50.000 auf irgendwie 100 Euro Google runterzuschrauben, also Google-Werbung? Also man kann das ganz gut nachvollziehen. Die Frage ist, ob man dann immer den richtigen Schluss daraus ziehen würde. Also eine Verlangsamung des Businesses kann man daraus in der Regel schließen. Also oder insbesondere auch vielleicht, dass sich interne Growth-Metriken oder Relationen stark verändert haben. Zum Beispiel, dass die Conversion Rate schlechter ist. Also sofern man unterstellt, dass eine Firma immer rational ausgibt ihr Geld, dann würde das Erhöhen oder sagen Senken des Marketing-Etats ja hauptsächlich davon getrieben sein, ob die Conversion Rate passt. Und wenn dann quasi, wenn man davon ausgeht, die agieren rational, was nicht alle tun, weil manche kaufen halt auch Nutzer zu teuer, einfach nur um Traction zu zeigen, aber wenn sie rational agieren würden und die Marketingzahlen trotzdem runtergeht, dann würde es heißen, es gibt entweder im Markt nicht genug Nachfrage oder die Conversion Rates des Produkts sind nicht mehr so groß. Also man könnte zum Beispiel, also man kann das so outside in, den Paid Spend, Paid Search zum Beispiel, kann man sich ganz gut anschauen. Wir können mal GoStudent nehmen, Sekunde. Aber GoStudent könnte man jetzt sagen, die machen aktuell nichts, weil die ganzen Studenten im Urlaub sind. Also du meinst so ganz drastisch. So. Also bei denen sieht man, die waren so vor einem Jahr oder anderthalb Jahren bei 750.000 Besuchern aus, also according to SimilarWeb. Ob das jetzt die richtigen Zahlen sind, kann man nie wissen, aber dieses Outside-In-Tool glaubt, die waren mal bei 750.000 Besuchen aus Paid Search und sind heute noch bei 104.000, also gesiemtelt. Das ist schon ganz ordentlich, ja. Also, aber der wiederum passiert eher allmählich. Da würde ich eher sagen, der Markt fragt das Produkt weniger nach. Deswegen sind die Conversion Rates, also die machen ja so Home-Tutoring, ne, glaube ich. Der Markt fragt das Produkt weniger nach. Deswegen
werden die Conversion Rates schlechter und die Gesamtnachfrage ist schlechter und deswegen sinkt das. Und natürlich guckt man auch mehr aufs Geld. Ansonsten, Sekunde, was können wir noch? Wie sieht es denn bei der Autobude aus, die wir eben besprochen haben? Ach, wir kaufen dein Auto. Können wir auch gucken. Also sind natürlich viele Annahmen immer dabei, ne? Also die Frage ist, machen die überhaupt viel Paid Search vorher oder steigen sie vielleicht auch out of FOMO? Das ist ganz spannend. Die waren vor Juli vor einem Jahr waren sie bei 86.000, sind jetzt bei 140.000. Also haben deutlich, Sekunde, dann hätten wir doch, achso, die Marketingausgaben sehen wir nicht, aber aber sie scheint es effizienter zu machen, weil die da sich das EBITDA verbessert hat, schätze ich mal, dass sie schon beim Marketing gespart haben, aber trotzdem akquirieren sie mehr Traffic, warum das ist. Aber da sieht es jetzt eher so aus, als wenn man hochfährt, was können wir noch, N26 können wir mal gucken. Die haben die letzte Zeit sehr wenig gemacht, da gab es vor 2 Jahren, haben sie mal so über 300.000 Nutzer aus Google Search rausgeholt, jetzt sind sie bei unter 50.000, also auch stark zurück. Trade Republic, die waren Januar 22 mal bei 175.000 und sind jetzt bei unter 10.000. Wobei da muss man zum Beispiel sagen, das Marketing findet ja hauptsächlich auf der App und den Play Stores und App Stores statt und nicht auf der Webseite hauptsächlich. Interessanterweise Scalable geht aber zum Beispiel genau in die andere Richtung. Die waren eher stabil vor einem Jahr und gehen jetzt stark hoch. Ist es, glaube ich, ein Indikator von vielen, wenn du jetzt Auto 1 haben wir geschaut. Was gibt's noch ein anderes Beispiel, was kürzlich? Später reden wir ja über On Running. Die werden wahrscheinlich immer das Gleiche ausgeben. Da sieht man, kann ich auch gucken. Wahrscheinlich. Oder ist es zu klein? Aber da muss man jetzt, also nach allem, was ich weiß, muss man sich da keine Sorgen. Nur einfach aus Interesse. Kann ich mal gucken. Geht straight mit dem Direct Traffic rechts nach rechts oben. Das könnte auch mal heißen, sie kaufen einfach nur die eigene Brand, natürlich. Aber es korreliert sehr, also es geht von links unten nach rechts oben, wie man es sehen will. Es korreliert sehr, sehr stark mit dem Direct Traffic, also den direkten Besuchern. Es korreliert sehr stark mit den organischen Besuchern. Ich würde sagen, es liegt daran, dass alles drei hauptsächlich noch brandgetrieben ist und sie, ich guck mal, aber ich würde denken, sie ranken jetzt nicht für Laufschuhe oder sowas. Sie versuchen auf jeden Fall, sie sind auf jeden Fall die Top-Anzeige für Laufschuhe, aber es ranken eher die Retailer und nicht die Marken dafür. Also so ein Decathlon, Zalando, Intersport, sowas. Aber die wachsen sehr dynamisch weiter. Da sieht man gar nichts drin quasi. Also ja, wenn man einen krassen Abfall sieht, dann kann man sagen, das Geld wird knapp, glaube ich. Und wenn man keine anderen Gründe davon hat, aber man muss immer bedenken, es ist nur eine von vielen Indikationen. Es kann auch heißen, man hat Budget geschiftet von Paid Search zu Out of Home oder sagen Trade Republic, dass man das Geld gar nicht auf der Webseite ausgibt, sondern im App-Universum. Dann müsste man auf andere Tools schauen, eventuell. Ich überlege, was ein besserer Indikator wäre. Mitarbeiter-Churn natürlich, das kann man über LinkedIn ganz gut beobachten. Aber das ist ja immer auch nachgelagert. Auch Zeitverzögert. Da gibt ja keiner irgendwie jetzt an, ich bin jetzt raus. Ja. Ich meine, was bringt es dir auch, wenn du es vorher weißt? Du meinst bei Public Companies? Ich meine, gut, was Hedgefund-Manager ja machen oder Fondsmanager ist, also diese alternativen Daten aus solchen Tools kaufen sich schon die allermeisten und arbeiten damit. Also das ist einigermaßen commoditized. Das sind jetzt keine Geheimwaffen mehr oder so, wie das teilweise versucht wird darzustellen. Ich würde sagen, dass jeder Tech-Fonds oder der prinzipiell in Tech-Titel investiert, hat auch eine Similarweb-Lizenz. Alles andere würde mich wundern. Ich hatte nur in unserer Tabellenlogik gedacht, dass man vielleicht dort irgendwie eine Auflistung haben kann und sehen kann, okay, hier ist irgendwas nicht mehr normal bei einem Unicorn oder einer Firma, die an der Börse ist. Ja, was wäre beim Apple? Hat es beim Apple irgendeine Aussagekraft zum Beispiel, deiner Meinung nach? Nee, die sind natürlich zu groß. Also ein zu großes Brand, ja. Aber
für Tech-Startups oder so. Ich meine, bei hier, wie heißen sie nochmal, die Volksaktie, Social Chain Group, da hätte man es ja vielleicht sehen können. Oder haben die nicht früh genug aufgehört, Werbung zu machen? Also das eine Beispiel, was ich mal spannend finde, ist halt Airbnb, weil man da dieses Narrativ, sie würden kein Geld mehr bei Google ausgeben, einfach widerlegen kann. Da finde ich es ganz spannend. Bei Social Chain, ja, die Frage ist, was war da überhaupt werthaltig? Also sagen, Koro halte ich für werthaltig, aber die sind ja nicht Grund der Probleme. Und welche der anderen Produkte würdest du dir jetzt anschauen? Ich weiß nicht, hier Ravensberger Matratzen oder was? Also ich meine, da ist die Frage, braucht man da die tiefere Analyse, um zu wissen, dass das eine Stuss-Hypothese war, auf der diese Firma beruht hat von Anfang an? Da brauchst du dann auch die Tools. Also es ist immer schön, dass mit den Tools, wärst du jetzt ein Shortseller und möchtest eine Attacke rationalisieren, dann könntest du das ein bisschen nachvollziehen, dass da irgendwas jeweils nach den Übernahmen die große Social-Fantasie nicht eingetreten ist und so. Und es gar keine Synergieeffekte gab. Das kann man bestimmt ganz gut nachvollziehen. Aber ja, ist eine nette Idee, aber ich wüsste jetzt noch nicht. Vielleicht haben wir mal einen Case irgendwann, wo wir es brauchen. Ab und an schauen wir ja rein. Aber so ganz generell bin ich mir noch nicht sicher, ob das jetzt der wertvollste Datenpunkt ist. So, ansonsten machen wir wieder ganz kurz einmal, eigentlich sind nur zwei Sachen mir sozusagen diese Woche an Twitter ex Elon diesem Themenkomplex aufgefallen. Das eine, das ist, dass Mark Zuckerberg, glaube ich, das tut, was jeder Erwachsene tun würde jetzt nach den letzten Wochen, dass er einfach sagt, er glaubt eigentlich, es hat sich gegessen mit diesem Kampf, weil Elon Musk abwechselnd ihn provoziert, androht im Garten zu erscheinen und ihn zu vermöbeln, gleichzeitig dann aber sagt, oh, er hat irgendwie eine 3 Stunden MRT-Session und wird dann operiert, braucht mehrere Monate, um rekonvaleszent zu sein. Und dann würde er sich dem Kampf widmen. Und Mark Zuckerberg hat jetzt einzig richtig gemacht und hat gesagt, dass er fest davon ausgeht, dass es nie dazu kommen wird. Und alles, was Elon sagt, nicht mit ihm abgestimmt ist. Ich glaube, das ist gut so für seinen eigenen Ruf. Ich glaube, sich da nicht verarschen zu lassen und erstmal auf das Angebot einzugehen, weil er überlegen ist, war schlau. Da das jetzt aber eigentlich so ein Hin und Her und PR-Debakel wird, ist auch schlau, sich wieder zurückzuziehen und sagen, ich wäre immer bereit, aber Elon kriegt es offenbar nicht hin. Also bis er wirklich ernsthaft committed ist, geht einfach davon aus, dass alles Bullshit ist, was er schreibt. Ich glaube, das ist richtig so. Wen das mehr interessiert, wie gesagt, der kann da über den Podcast-Haken dran immer sehr gut einsteigen. Da wird der Gossip und auch viele sagen nicht Gossip, technische und Monetarisierungs-News täglich besprochen. Wir versuchen das so kurz wie möglich zu halten, weil es mich ehrlich gesagt auch anödet. Und das Einzige, was mich wirklich nervt, ist, dass TweetDeck kaputt ist, was echt mein Leben ein bisschen zur Hölle macht. Aber das, was mir doch noch aufgefallen ist, weil es schon das zweite Beispiel ist, ist, Elon Musk hat wieder eine spannende Antwort. Also ich finde es eine spannende Antwort getwittert dieses Jahr. Ach, ge-ex heißt es natürlich, aber wir sagen einfach weiter twittern. Und zwar hat Linda Jaccarino, die CEO oder sagen formale CEO, würde ich sagen, von Twitter gesagt, she's excited to continue the momentum in our business. Excited to continue the momentum. Ja, was ist denn das für ein Satz? Excited to continue the momentum in our business and we are officially bringing back the client council in the fall more soon. Also sie ist excited, das Momentum fortzusetzen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagt, dass man das Momentum selber fortsetzen kann. Das bildet sich ja eigentlich. Naja, auf jeden Fall ist sie excited, as you can be. Und es geht darum, dass der Client Council wieder zurückkommt und der Account X News Daily, ich glaube, das ist der früher mal Twitter News war, vermeldet darauf als sozusagen vermeintlicher News X will bring back its client council, an invite-only group of top brands and advertisers. Also dieser client council, da waren die größten Advertiser, die relevante Advertiser und Brands drin. Und sagen, das verkündet Linda Jaccarino jetzt stolz, dass das im Fall, also im Herbst, zurückkommen wird. Und Elon Musk schreibt unter diese News, ich lese nochmal zu Ende vor, was X News Daily gesagt hat. Also, X will bring back Client Council, invite-only group for brands and advertisers. It will have early previews of new features and give suggestions on brand safety. Elon has previously made clear the council can give feedback, but cannot control free speech on X. Darauf antwortet Elon Musk jetzt,
They are used to a pace of innovation that is slower than continental drift. Welcome to the fast lane. Also nachdem quasi Linda Jaccarino diese erneute Zusammenarbeit mit den Advertisern ankündigt, diffamiert er die einfach sozusagen als langsame Dinosaurier, die langsamer agieren als der kontinentale Drift. Wie sagt man das vielleicht? Die tektonische Plattenbewegung, würde man glaube ich sagen. Und ja, welcome to the fast lane. Und schießt ihr damit wieder direkt in den Rücken oder reißt mit dem Arsch ein, was sie mit den Händen aufgebaut hat. Und auch neulich hat er sie schon unterwandert, mehr oder weniger, wo er, glaube ich, sich geäußert hat, von wegen, er wüsste gar nicht, wofür man diese CEOs bräuchte, prinzipiell, kurz nachdem er sie eingestellt hat, glaube ich. Bin gespannt, wie lange die sich das gefallen lässt. Also ich hätte keinen Bock, dass wenn ich der, sagen, auf dem Papier der CEO der Firma bin, dass sagen, der Produktclown und leider Mehrheitseigner der Firma, die sagen, also du baust quasi mühsam Vertrauen bei Advertisern auf, was offensichtlich gerade ihre Hauptaufgabe ist, Advertiser zurückzuholen und die ihr offenbar einigermaßen gut gelingt, würde ich sagen. Und der macht es einfach überhaupt keinen Kopf darum. Und ich meine, er kann ja einfach sagen, er kann ja auch einfach bestätigen, ja, Free Speech bleibt uns trotzdem ein hoher Wert oder so und die können da nicht mit reinreden, aber die zu diffamieren als sozusagen Dinosaurier ist einfach keine nette Willkommensnachricht, glaube ich, für diese Advertiser, die sich einbringen wollen, Twitter zu einer besseren Plattform zu machen letztlich für ihre Werbung. Wieder sehr erratisch. Ja, unfassbar, wie viel Zeit der mit dem Schwachsinn da verbringt. Ich überlege manchmal auch dieses Hin und Her bei dem Kampf. Ich will dem Kampf immer nicht so viel Airtime geben, weil ich sozusagen so furchtbar toxisches Verhalten finde, aber auch diese ständige Provokation, so ungefähr, ich komme in deinen Oktagon in den Vorgarten und nehme mal Maß. Also er hat ja gesagt, er würde sinngemäß Mark Zuckerberg eine Lektion erklären, warum es Gewichtsklassen im Kampfsport gibt. Also so ungefähr, ich bin immer noch dicker als du und deswegen kann ich dich jederzeit vermöbeln, wenn ich Bock habe. Und gleichzeitig redet er sich dann mit seinem medizinischen Problem daraus. Ob das schon so eine Art bipolare Störung ist oder so durch seinen Drogenkonsum ein bisschen viel Gasbremse macht und oder ob es irgendeine Person gibt, die ihn zwischenzeitlich mal immer wieder so ein bisschen auf Spur bringt und er dann unter welchem Einfluss auch immer, sei es Übermüdung oder Drogen oder was auch immer, dann doch immer diese vollkommen überzogenen Provokationen startet. Ja, ich glaube, er findet es sehr lustig auf jeden Fall. Aber ich finde, es gibt darin keine Konsistenz. Also es gibt nicht eine Linie. Die einzige Linie ist sozusagen sein altes Statement, das lustigste Ereignis in Anführungsstrichen ist das wahrscheinlichste. Wobei, glaube ich, hier die Definition des Humors sagen, sehr stark seine eigene ist. Aber naja. Was wolltest du sagen? Oder er hat ein Social Media Team, die einfach komplett alles machen. Ihm ist alles egal und er sitzt hochkonzentriert irgendwo und arbeitet. Nee, da bin ich mir relativ sicher, dass es nicht so ist. Das würde viel konsistenter agieren. Und ich glaube, ist nicht die Person, die sich sein Handy wegnehmen lässt oder seinen Twitter-Account. Aber das wär der einzige Weg, um aus der Nummer wieder rauszukommen, indem er sagen würde, hey, ich habe hier so ein Team von so 100 Leuten, die machen mein Social Media und alles, ähnlich wie es alle CEOs haben. Und ja, aber glaubt ihm das keiner, B, würde es seinen Ruf bei seinen Jüngern zerstören. Was ja auch passiert ist diese Woche, ist, dass bei Mark Zuckerberg es so aussah, als würde er entweder so vorformulierte Ratschläge einfach nur copy-pasten, weil er irgendwas in Anführungsstrichen, in Quotes gepostet hat und dann wieder zurückgenommen hat. Das klang so, als hätte jemand das ihm geschickt. Was mich andererseits überhaupt nicht wundern würde, wenn er erwachsen genug ist, das einmal durch Legal zu schicken. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er kurz sagt, was er sagt. Und seine Äußerungen sind ja auch stark zeitversetzt. Es gibt ja keinen sozusagen Real-Time-Dialog zwischen den beiden, sondern aus meinem Bauchgefühl relativ zeitversetzt nimmt Mark Zuckerberg Stellung dazu. Und ich habe schon das Gefühl, dass er sich dabei rechtlich beraten lässt, was ja auch vollkommen richtig wäre. Das könnte dafür sprechen, warum das in... Oder es gibt tatsächlich ein Team, die das für ihn managen. Ansonsten vor Threads hat er sich ja nicht viel öffentlich geäußert, auch nicht auf seinen eigenen Netzwerken. Jetzt mit Threads ist es ein bisschen mehr geworden. Und darüber spielt er jetzt auch so ein bisschen die Elon-Nummer. Aber kannst du mich nochmal kurz abholen? Threads ist dieses Ding, was schneller vorbei war als Clubhouse, ne? Wenn du in Europa lebst, ja. Wenn nicht, sozusagen sind von den 100 Millionen Erstnutzern, wo jetzt nicht überraschend ist, dass die nicht alle, dass nicht 100% davon da bleiben, glaube ich, nach meinem letzten Stand so 20, 30 Millionen aktiv geblieben. Wo diese Zahl jetzt ist,
Weiß ich nicht. Aber ist das jetzt weiter durch die Decke gegangen? Nee, ist es trotzdem das schnellst wachsende Netzwerk erstmal? Ich glaube, den Rekord halten sie damit trotzdem noch. Und ich glaube, ich würde darauf deutlich mehr Zeit verbringen, wenn ich die Möglichkeit noch hätte gerade. Ja, mal schauen, ob wir das dieses Jahr noch mitbekommen. Ich würde eigentlich gerne mal wissen, wie aktuell Content Creator Twitter nutzen. Ich nutze es gar nicht mehr und mir geht es viel, viel besser. Ja, mir geht es emotional vielleicht besser, wenn ich es nicht sendend nutze, aber mir geht es emotional deutlich schlechter, wenn ich das Gefühl habe, dass ich einfach Dinge, wo ich früher viel Informationen so aus einem Feuerwehrschlauch trinken konnte, dass das jetzt, ich das irgendwie super kompliziert aktiv nachfragen muss. Und vorher gab es mit Twitter eben ein sehr gutes Tool, um das, ich halte es immer noch für das eins der besten Tools, das war es eben. Es muss auch irgendjemand geben, der bereit ist, die Twitter-API zu bezahlen, um das nachzubauen. Es muss eigentlich möglich sein, das wieder ordentlich hinzubekommen. Es sei denn, er will diese API wirklich komplett kaputt machen. Aber eigentlich muss man so ein vernünftiges Tool, was das kann, was Tweetdeck kann, auch wieder aufbauen können. Naja. Ja. So, jetzt haben wir schon wieder viel mehr geredet, als wir wollten. Was haben wir? Haben wir schon, sind wir schon bei den Earnings oder was haben wir? Ein bisschen News haben wir noch. Und zwar musst du mir erklären, was ein Non-Executive Director macht. Ist das so eine Ersatzbank von einem Board Member? Ein Non-Executive Director ist jemand, der im Board sitzt, aber keine Funktion in der Firma bekleidet, würde ich sagen. Warum? Also, weil wir haben ja hier diesen DN Capital Vorfall, dass einer der Gründer beschuldigt wird, dass er sich nicht so gut benommen hat die letzten Jahre oder vor allem vor 10 Jahren. Das ist, glaube ich, eher höflich formuliert. Ne? Da kümmert sich endlich mal einer um die Female Founders und dann und sein eigenes. Nee, wieso kümmert er sich um die Female Founders? Können wir später darauf eingehen vielleicht, aber du wolltest noch was zu Ende sagen. Ja, ich habe mir den angeschaut, wie so auf LinkedIn, was er so positioniert, und VCs positionieren sich ja gerne so, dass sie überall zeigen, dass sie im Board sind, bei Firmen, bei denen es geklappt hat. So, also die besagte Person ist Boardmember bei GoStudent, bei Auto1, dann Member of the Supervision Board bei Mr. Spex, Tourlane, Joblift, und dann noch Non-Executive Director, unter anderem bei Home2Go. Das kann ich dementieren, dass das nicht aktuell ist, dass er dort war, ist mir bekannt. Also DN Capital war, also es geht um einen der Founding Partner des VC-Fonds, London based, aber hat auch ein Office in Berlin und ich glaube Zürich oder Genf. Und dessen einer der Founding Partner, und zwar, der Nachname ist, Sekunde, ich kenne ja auch immer nur vom Vornamen. Marovac. Ja, wenn du das sagst, ist auf jeden Fall falsch. Nenad Marovac, genau, ist, glaube ich, kroatischer Herkunft. Der wird von Sifted, das ist das Fintech Outlet der Financial Times, beschuldigt, bei der Leitung seiner eigenen Firma für ein sehr schlechtes Arbeitsklima gesorgt zu haben, Frauen nach Äußerlichkeiten ausgesucht zu haben, betatscht zu haben, beschimpft zu haben, sich daran ergötzt zu haben, wenn die weinen. Das alles sind Anschuldigungen, sozusagen er selbst oder die N hat das in seinem Namen vorerst alles zurückgewiesen. Das heißt, das sind erstmal Anschuldigungen. Mein Gefühl sozusagen aus dem Hörensagen, das ist jetzt nicht aus der Arbeit von ihm bei Home2Go, aber insgesamt aus der Szene hört man, dass die allermeisten Leute, die ich kenne, nicht daran zweifeln, dass das wahr sein könnten oder es zumindest für wahrscheinlich halten, dass es wahr sein könnte. Wie gesagt, er ist definitiv nicht mehr an Bord von Home2Go, war das aber dadurch, dass die DN Capital ein Investor bei Home2Go war, zuvor sozusagen, bevor der Aufsichtsrat gebildet wurde mit dem Börsengang, zumindest das ist mein letzter Stand, ich habe den dort persönlich nie getroffen, ist mir vom Namen aber bekannt. Die DN Capital war ansonsten ein Fonds, der, glaube ich, gute Returns geliefert hat, nach allem, was ich höre. Du hast Auto 1 erwähnt, GoStudent, da ist er, glaube ich, jetzt noch im Board, also natürlich begleitet er Boardpositionen in anderen Firmen, wo sie investiert haben, vermutlich weiter. Auto 1 hast du erwähnt, GoStudent hast du erwähnt, Mr. Spex hast du erwähnt, Quandu, da könnte man jetzt was sagen, da passt die Kultur wieder dazu, Shazam, Tourlane, Raisin, Weltsparen, Cherish. Also auf LinkedIn ist Windel.de und Book a Tiger auf jeden Fall nicht mehr drin.
Ja, hat sich verändert, meinst du? Genau, McMakler waren sie investiert. Also es war jetzt, der Fonds war dann durchaus erfolgreich, aber ich habe von verschiedenen Menschen gehört, sagen, dass man, ja, wie gesagt, dass die Leute nicht überrascht, dass es so ein Verhalten gibt, dass man auch vorher schon Leute aktiv gewarnt hat vor der Kultur. Das alles hören sagen, aber es kommt aus so vielen Quellen, dass ich davon ausgehe, dass man das ernst nehmen kann und muss. Ich glaube fairerweise auch, dass das nicht sagen mit DN Capital ein Ende findet. Und ich hoffe, sagen, dass sagen, da, wo das noch passiert oder sagen, wo das Gemunkel auch weitergeht, so mehr Richtung Berlin-Mitte, dass auch da das irgendwann öffentlicher wird, wenn es so viel Verhalten gab. Ich habe meinen Cultural Check gemacht auf YouTube und habe dann ein Video gesehen von vor 10 Jahren, wo der andere Partner erklärt, also die sind beide auf der Bühne, die beiden Partner, und erklären dann so wie 4 Minuten über VC und so. Und sagt der eine Partner, der ist, Sekunde, ich würde sagen, wir spielen das einfach mal ein. So ein YouTube-Clip von einer so einem Kapitalmarktkonferenz, würde ich sagen, im weitesten Sinne. Let's be honest, investors, there are 4 categories of investors. They're the investors who are going to kiss your ass, they're investors who are going to kick you in the ass, the investors who are a pain in your ass, and then the investors who are going to make you bend over and, well, you know. But so stelle ich mir das vor, war das früher irgendwie bei Wall Street in dem Film auch, oder? Also das war die Kultur aus den Jahren damals. Ja, ich bin mir, ich glaube, es ist, wie gesagt, es gibt Fonds, wo die Kultur bestimmt besser ist, aber ich glaube auch nicht, dass, also ich glaube schon, dass das ja, vielleicht nicht stellvertretend für die Szene ist, aber ich glaube, es ist auch nicht ein absoluter Outlier. Und also auch die Szene muss sich halt wandeln. Es ist halt, glaube ich, eine Kultur, die sich in den meisten Unternehmen noch im Umbruch befindet. Und es gibt dann immer ein paar Beispiele, die so besonders lange an so 80er Jahre Bild festhalten in allen Branchen, und es gibt auch Leute, die das einfach von Anfang an gut hinbekommen oder es vielleicht auch schon vor 20 Jahren vernünftig gemacht hätten und Menschen vernünftig behandelt hätten. Ja. Ja, wenn das alles wahr ist, was da in dem Artikel drin steht, dann muss sich auf jeden Fall noch vieles ändern. Ja, warum gibt es eigentlich nicht so ein, warum gibt es nicht so eine Art Glassdoor für VCs? Das wäre doch eigentlich cool. Ja, weil das eine Handvoll Leute sind. Jeder kennt jeden. Und der hat ja, also in dem Artikel steht ja drin, dass da gedroht wird mit Sachen, dass man Schwierigkeiten hat, den nächsten Job zu finden und so weiter. Das kann jeder in dem Artikel lesen. Er ist jetzt in den Shownotes. Das ist halt einfach eine mega kleine Crew. So, du kennst halt alle. Und dann hast du dieses Problem von, du hast 2 Probleme. Du hast einmal dieses Problem, ich bin der Chef, ich habe das Geld. Und du hast das Problem, ich bin der VC, ich habe das Geld. Also die Macht ist ja auf 2 Ebenen. Und ja, kulturell hat sich zum Glück ein bisschen was geändert und es muss sich halt noch viel, viel weiteres ändern. Ja, ich glaube, so ein Glassdoor wäre gar nicht so schlecht, aber sozusagen in Abwesenheit einer solchen Plattform, das Einzige, was man vielleicht raten kann, ist, dass man sich, so wie man sich für Mitarbeiter Referenzen einholt, sich natürlich auch für VCs, also VCs können, wie gerade beschrieben, so treffend Pain in the Ass werden über die Zeit, sei es, weil sie einfach die sind, die immer als letztes die Unterlagen zuschicken oder die sind, die bei jedem Deal noch die letzte Nachkommastelle ihrer eigenen Upside optimieren, die irgendwie die Firma mit Kosten überladen, die sie selber verursachen teilweise und so weiter und so fort. Und wenn man mit anderen Foundern redet, die schon ein Investment genommen haben von dem VC, kann einem viel Schmerz erspart werden. Wobei man sich natürlich auch immer seinen Shareholdern verpflichtet fühlt, den besten Deal zu nehmen. Und das ist in der Regel entweder der Einzige, der überhaupt finanzieren will oder der Einzige, der die Runde anführen möchte. Oder eben der den besten LOI, den besten Letter of Intent oder Termsheet submitted. Und dann ist natürlich auch schwer zu sagen, wir nehmen den nicht, weil wir schlechte Referenzen bekommen haben und wir nehmen stattdessen irgendwie 10% mehr Verwässerung in Kauf. Aber ich glaube, langfristig ist es wert. Und von daher, für die eher unerfahrenen Gründer ist, glaube ich, der beste Tipp noch, dass man sich eben auch zu seinen VCs, sofern man die Wahl hat, und selbst wenn man die Wahl nicht hat, vielleicht trotzdem, um zumindest vorbereitet zu sein, sich 2 Referenzen einholt, die der VC nicht selber bringt, weil
So, der Auto 1-Founder sieht ja so auf den Bildern immer so aus, als wenn die sich gern mögen. Den will man vielleicht nicht fragen, sondern vielleicht jemand anders. Auch vielleicht auch gerade eine Firma, die nicht gut funktioniert hat. Ja. Genau, am besten eine Firma, auf der sich keiner mehr als Board-Member auf LinkedIn postet. Und in dem Fall hätte man auch einfach den Kommentar unter dem Video von vor 9 Jahren lesen können. Da steht nämlich, dass diese wohl eher eine von der 4. Art der VCs sind. Also, man sollte schon sein Research machen. Auf der anderen Seite, das Kräfteverhältnis damals und wahrscheinlich bald auch wieder ist halt zwischen VCs und Gründern, Gründerinnen ein anderes so. Wenn man einen Deal hat, aber ja, die haben ja immer die großen Deals gemacht, da gab es bestimmt irgendwie mehrere VCs, die man sich hätte aussuchen sollen. Lass uns nicht mehr tiefer reingehen. Wir haben genug Earnings. Ja, wie gesagt, der Link ist, der Sifted-Link ist in den Shownotes. Die sind Anschuldigungen, die im Moment widerstritten, denen widersprochen wird. DN hat gesagt, sie setzt eine Anwaltskanzlei ein, um das intern zu ermitteln. Das ist ein relativ gängiges Vorgehen. Und dann werden wir wahrscheinlich nie erfahren, was daraus weiter wird. Es sei denn, man hört irgendwie neue Stimmen. Das ist im Zweifel was solche Stimmen auch, solche Themen auch voranbringt, dass man auf einmal, dass andere Leute sich motiviert sehen, in den Reigen einzustimmen und damit das Bild noch klarer zu zeichnen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/disclaimer nachlesen. Was hast du schön alles ins Sheet eingetragen? Ja, ich habe dich vorhin im Sheet gesehen, das hat mir schon Angst gemacht, im Home-to-Go-Reiter. Erst fummelst du hier beim Lenard in den LinkedIn-Referenzen rum, dann im Sheet. Wird Zeit, dass du deine Zeit wieder ein bisschen sinnvoller nutzt bald. Wir fangen mal an du hast ja gesagt, wir machen heute hier die patriotische Earnings-Session. Gucken uns einmal kurz Delivery Hero an, das wird nicht lange dauern. Das ist auch schon ein bisschen her. Am 9. August haben sie reported vor einer Woche. Da sieht man, dass das GMV, also das über die Plattform vermittelte Volumen an Orders um 3% steigt. Das ist natürlich viel weniger als in den Vorjahren, aber immerhin noch positiv. Daraus holen sie immerhin noch 11% mehr Revenue gegenüber dem Vorjahr raus. Das adjustierte EBITDA bekommen wir im Q2 nicht. Fürs erste Halbjahr war es aber positive 9,3 Millionen Euro. Also das H1 war, erste Halbjahr war EBITDA positiv, wie man es versprochen hatte bei Delivery Hero. Trotzdem lasten auch der Firma erhebliche Schulden und allein das Finanzergebnis dahinter sollte ein ordentliches Problem nochmal darstellen. Genau, in Asien ist man leicht negativ, in der MENA-Region, also Middle East, Nordafrika, wächst man zweistellig, das läuft gut, Europa auch zweistellig, 15% Wachstum beim GMV und Revenue, Amerika ein bisschen weniger und die Integrated Verticals wachsen auch mit fast 20%, das ist ihr DMart-Geschäft, soweit ich weiß. Also einerseits ganz gute Zahlen, aber jetzt auch kein Grund zur Euphorie, sagen sie haben... Sie müssen schauen, wo sie deutlich mehr, also wo sie richtigen positiven Cashflow herbekommen, um ihre Kredite zu bedienen, abzubezahlen und irgendwann umzuschulden. Und dadurch werden die deutlich teurer werden, wenn das fällig ist. Das bleibt eigentlich das Hauptproblem bei Delivery Hero. Dann bleiben wir in einem ähnlichen Segment mit HelloFresh. Historisch immer ganz gut gelaufen, aber auch da merkt man natürlich langsam auch schon im letzten und vorletzten Quartal ein Dach. Das Kundenwachstum ist das dritte Quartal in Folge negativ, inzwischen minus 9% zum Vorjahr. Die Orders minus 7%, ähnliche Kategorie. Und der Average Order Value steigt aber um 14,4. Also man schafft es, die Inflationskosten ganz gut weiterzugeben. 14,5% gegenüber dem Vorjahr Average Order Value gestiegen. Das kann natürlich auch sein, dass die Kunden mehr bestellen. Ich würde vermuten, dass die Boxen eher teurer werden. Und der Umsatz sinkt tatsächlich um 2% gegenüber dem Vorjahr. Ist das erste Mal negativ.
Ich würde vermuten, dass die Zahlen deswegen auch nicht so gut aufgenommen sind. Also bisher konnte man beim Umsatz immer noch steigern durch den AOV, den Average Order Value, das sagen selbst wenn Leute weniger bestellen, aber die Boxen teurer sind, kann man dann trotzdem beim Umsatz wachsen. Aber das ist jetzt, schafft man nicht mehr zu kompensieren. Und so sinkt der Umsatz das erste Mal um 2%. Der Wareneinsatz beträgt trotzdem wahnsinnige 34%, also ein Drittel ist der Wareneinsatz in so einer Box. Zwei Drittel sind erstmal Rohmarge. Also ein sehr gutes Handelsmodell eigentlich an sich. Contribution Margin ist auch auf einem Rekord, ja, also ein Rekordwert seit 3 Jahren auf jeden Fall, der beste Wert mit 28,4%. Und Adjusted EBITDA ist bei 192 Millionen. Das ist 31,5 mehr als im Vorjahr. Also man hat schon ordentlich Kosten gespart. Das Adjusted EBITDA ist fast 200 Millionen bei Umsätzen von 2 Milliarden. Also ziemlich genau 10% Adjusted EBITDA Marge. Muss man natürlich immer so ein bisschen sich anschauen, was da wegadjustiert wurde. Den haben wir den, der operative Cashflow ist aber zum Beispiel auch deutlich negativ, schon deutlich positiv. Also es geht so ordentlich Share-Based Compensation runter in Höhe von 25 Millionen. Aber es bleibt dann schon so ein echtes Cash übrig beim Adjusted EBITDA. Es ist jetzt nicht nur Flunkerei. Von daher, also was die Profitabilität angeht, sicherlich gar kein schlechtes Quartal. Aber die Börse will natürlich auch weiteres Wachstum sehen und das ist jetzt erstmal weg. Und so sind es eben so ein bisschen Mixed Bag Results, würde ich sagen. Aber ich finde es nicht schlecht. Also die Profitabilität, wie gesagt, ist das erste Mal, das erste Mal, dass sie über 190 Millionen Adjusted EBITDA machen. Das ist schon ganz ordentlich, wie sie die Kosten im Griff behalten. Dann nach HFG, HelloFresh Group, kommt Home2Go, HTG im Sheet. Das wieder so ein Disclaimer, da wird man mich jetzt nicht auf die Company haten hören. Ich bin der Aufsichtsrat und damit befangen, versuche trotzdem darzustellen, was passiert ist. Im Quartal 2 im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. Und zwar ist das Revenue nach IFRS um 14% gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Man muss dazu sagen, wir haben das bei Booking und Airbnb und Expedia schon so ein bisschen besprochen, dass insbesondere Domestic Travel gerade relativ schwach ist. Also während Corona und nach Corona sind Menschen viel sozusagen in so Fernhäuser gegangen. Sie haben viel im gleichen Land Urlaub gemacht. Jetzt setzen wieder stärker Fernreisen an. Deswegen hat Booking profitiert, Expedia nicht ganz so stark, Airbnb so mittel. Der Vacation Rental Markt, insbesondere Domestic, ist schon, also hat Gegenwind, könnte man sagen. Also vor dem Hintergrund sind 14% Wachstum dann vielleicht gar nicht so schlecht. Man sieht aber auch bei den Gross Booking Value, der ist das erste Mal jetzt wieder negativ, obwohl der war vorher auch leicht negativ, aber jetzt minus 5% Gross Booking Value. Gegenüber dem Vorjahr. Der Unterschied zwischen IFRS Revenue und Bookings ist eben, das haben wir schon mal erklärt, aber man muss es, glaube ich, immer wieder erklären bei dem Thema, ist, in dem Moment, wo die Reise vermittelt wird und gebucht wird, tritt man nicht gleichzeitig die Reise an. Der Revenue wird aber erst verbucht, wenn die Reise auch angetreten wird, in den allermeisten Fällen. Dadurch fällt das sogenannte IFRS Revenue mit dem Booking Revenue oder dem Gross Booking Value quasi so ein bisschen auseinander. Und dann, man kann jetzt sagen, das Revenue steigt noch um 14%, der Gross Booking Value fällt aber um 5% und ist so ein bisschen vorläufiger Indikator. Dazwischen steht aber noch das Booking Backlog, das ist sozusagen das, was schon gebucht wurde und realisiert wird in den nächsten Monaten. Das wiederum ist auf dem Rekordwert bei, kann man sich die Präsentation noch anschauen auf der Webseite, bei Home2Go. Das heißt, ich würde sagen, vorausschauend merkt man weiterhin Gegenwind, trotzdem wächst man beim IFRS Revenue. Ziel ist ja dieses Jahr sowieso erstmals auch Adjusted EBITDA Break-Even zu werden, das hat man so rausgegeben und jetzt mit, ich glaube, Fully Confident haben sie es genannt, bestätigt. Also das, man glaubt weiterhin, dass man auf einem sehr guten Kurs ist, das zu erreichen und man hat gute Visibility. Ne? Durch diese voraussehenden Bookings kann man sehr gut eigentlich wissen, was jetzt im Q3 und Q4 an Revenue verbucht werden kann. Das heißt, wenn CEO und CFO da sagen, sie sind Fully Confident, dann wissen sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass das so eintreten wird, würde ich sagen. So würde ich das Fully Confident
interpretieren. Darf ich dir eine Frage stellen zu Cross-Booking Value? Ja. Also die in Q1 waren die ja so hoch wie noch nie. Ja. Irgendwie 604 Millionen, 605 Millionen sogar. Ne? Mhm. Wenn du das jetzt vergleichst mit dem Q1, also es war deutlich mehr, 31%, 32% mehr als im Quartal davor. Mhm. Und dann würde man ja erwarten, dass das Q2 auch wesentlich höher ist als das Q2 letztes Jahr. Und das ist ja das erste Mal jetzt runter. Ist das der Domestic Travel? Also genau, richtig ist, wegen der Saisonalität vergleichst du mal mit dem Vorjahr. Das ist richtig. Das Q1 ist immer stärker, weil die meisten Leute sagen, wenn der Silvesterkater vorbei ist, fangen Leute an, ihren Ferienhausurlaub zu buchen. Deswegen ist buchungsmäßig das Q1 immer sehr stark. Und deswegen ist es auch größer als das Q2. Also dass Q1 jetzt größer als das Q2 ist, lässt nicht darauf deuten, dass das Business zurückgeht oder so, sondern das ist die normale Saisonalität. Dass das Q1 deutlich stärker noch gewachsen ist gegenüber dem Vorjahr als das Q2, da könnte man sagen, das liegt teilweise, das kann an der Andersverteilung der Marketingkosten liegen, das könnte an den verschiedenen Unterkategorien oder den verschiedenen Revenue-Segmenten, also CPA, CPC und so ein bisschen liegen. Aber ja, das zeigt, dass es einen Gegenwind gibt, der sich jetzt im Q2 noch mal ein bisschen verschärft hat. Vielleicht waren das gute Wachstum im Q1 könnte noch positive Effekte aus dem Vorjahr gewesen sein, teilweise auch. Und das Q2 wird jetzt eben deutlich schwerer. Bei den Bookings, wie gesagt, ne, beim Revenue sind beide ja sehr ähnlich eigentlich bei der Recognition des Revenues, also bei den tatsächlichen Reiseantreten. So, machen wir mal weiter, aber vollkommen berechtigte Frage. Man sieht ganz gut, dass die Take Rate, das ist sagen, was bleibt übrig an Revenue von dem vermittelten Umsatz, die ist mit 11,4% auf einem neuen Rekordwert. Die steigt sagen, sehr kontinuierlich schön über, die war vor 2 Jahren noch bei so 7,2%, ist jetzt auf 11,4% hoch und es verbessert sich und deswegen kann das Revenue auch stärker wachsen. Also zum Beispiel beim Booking Revenue, wir haben jetzt über das GBV geredet, das vermittelte Volumen. Beim Booking Revenue sind wir noch weiterhin sogar auf positivem Terroir. Ne? Also das steigt noch gegenüber 8,4. Und eigentlich ist nicht das GBV der vorlaufende Indikator, sondern das Booking Revenue natürlich, also das verbuchte, der verbuchte Umsatz. Und der ist sogar noch sagen, plus 8,4. Das heißt, man muss jetzt nicht sagen, dass die IFRS Revenue die nicht zwangsläufig negativ werden. So, das ist zumindest kein logischer Schluss zu diesem Zeitpunkt, würde ich denken, aus den Zahlen sehend. Booking Revenue wächst, aber eben auch nicht so stark wie im Vorjahr, ne? wie man relativ klar sieht. Genau, ansonsten die Cost of Revenues haben sich sehr gut entwickelt, sodass die Rohmarge einfach brutal gut ist mit 96%. Ne? Das ist halt bei so einem Marktplatzmodell, wo du wenig Cost of Revenue erstmal hast, sondern was letztlich eine starke Marketing- und Retention-Maschine dahinter ist. Deswegen extrem hohe, gesunde Rohmarge, die sich weiter verbessert hat. Das kann man vielleicht auch nochmal getrennt auswerten. Sekunde, ich guck mal. Genau, also wir haben das IFRS-Revenue, also das der angetretenen Reise ist um 14% gestiegen, der Gross Profit aber sogar um 22% gestiegen, also überdurchschnittlich. Und so sagen über dann die operativen Kosten, Marketing, Operations, Produkt und Technologie und General und Admin. Die Kosten sind 10% gesunken gegenüber dem Vorjahr, sagen durch Effizienzmaßnahmen. Und so ist das operative Ergebnis dann nur noch minus 6 Millionen ungefähr. Das EBITDA minus 3,6 Millionen. Sagen, das Finanzergebnis trägt inzwischen ganz gut bei. Ne? Home2Go verfügt noch, lass mich nicht lügen, sogar rund 140 Millionen Cash. Da entfallen Zinsen drauf, eventuell auch auf gehaltene Kundengelder. Das kommt beim jetzigen Zinsszenario, sorgt das für ein positives Finanzergebnis. Wie gesagt, EBITDA dann nur noch minus 3,6 Millionen. Das adjustierte EBITDA ist dieses Quartal und damit das erste Mal, das erste Mal im Q2 damit positiv und Q2 ist jetzt nicht das schwächste Quartal, aber es ist auch nicht das stärkste. Richtig stark wird das Q3 in der Regel werden. Also das nächste Quartal ist halt das, wo alle Leute, ne, Sommerferien,
wo die Reisen, ich sage jetzt mal, abgewirtschaftet werden, also die Reisen angetreten werden, die Schlüssel übergeben werden, wo dann das Revenue auch verbucht wird. Das heißt, es ist jetzt auch rein logisch, ohne dass das jetzt eine Prognose von mir wäre oder gar Guidance oder so, wäre es rein logisch, dass das dritte Quartal jetzt nochmal richtig EBITDA-positiv wird. Das sieht man ja, das war auch im Vorjahr schon mit 24 Millionen ordentlich positiv und im Jahr davor auch positiv. Das heißt, das Q3 ist immer das Reiseantrittsquartal, da wird man immer ein positives EBITDA haben, höchstwahrscheinlich. Und so kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, warum das Management auch so fully confident ist, dass es auf Jahressicht auch ein adjustiertes EBITDA war. Jetzt kann man natürlich wieder vollkommen berechtigt so ein bisschen rumnörgeln, adjustiertes EBITDA, warum adjustieren und so weiter. Was hier wegadjustiert wurde, sind die Share-Based Compensation, die sagen, sich fast halbiert hat gegenüber dem Vorjahr. Das sind auch nur noch 4 Millionen. Also der Unterschied zwischen dem EBITDA und dem adjustierten EBITDA ist hier eigentlich explizit die Share-Based Compensation in Höhe von 4,4 Millionen und ein paar One-Off-Items. Das können so kleine Restrukturierungen sein, da Mini-Abschreibungen, die Einmalabschreibungen sind, die im sechsstelligen Bereich sind, also wenige 100k. Das heißt, die Adjustierungen sind hier sehr, sehr übersichtlich und es ist jetzt nicht so, dass das wie Licht und Schatten sozusagen, wir haben einmal 20 Millionen positives Adjusted EBITDA und dann minus 40 Millionen Cashflow, so ist es nicht, wie bei der Social Chain, sondern es ist eigentlich alles sehr nah am Break-Even und das, was adjustiert ist, wird ja reported. Der operative Cashflow ist in dem Quartal auch positiv, daran sieht man auch nochmal, dass hier nicht zu viel adjustiert wird, ne? Es sind auch plus 9 Millionen operativer Cashflow, das heißt, es gibt mehr finanzielle Mittel als im Vorquartal. Genau, was man noch hervorheben sollte, ist das Subscription- und Service-Segment. Das sind quasi Software-Tools, SaaS-Tools, Subscription-Tools, die den Hosts und Property-Managern zur Verfügung gestellt werden, um ihre Homes oder Vacation-Rentals effektiv zu vermarkten und effizient zu vermarkten. Da ist der Umsatz um 85% gegenüber dem Vorjahr. Die Analogie wäre so ein bisschen die Scale-Unit oder TME-Unit von About You, wenn man so will. Und man sieht, dass das hier relevant zum Wachstum beiträgt, mit 4 Millionen gegenüber dem Vorjahr an Wachstumskontributionen und 85% Wachstum gegenüber dem Vorjahr in der Software- und Subscription-Unit. Hat man sich die Kapitalmarktpräsentation letzten Jahres, die jetzt demnächst auch wieder kommen würde, angeschaut, weiß man, dass diese Business Unit, oder zumindest wurde es so angegeben, eine 64-prozentige Rule of 40 hat, also eine sehr gute, eine Magic Number über 1, die sehr gut ist, eine Dollar-Based Net Extension Rate von 148, die sehr, sehr gut ist, und eine NRR von 130, die dann best in class ist. Das heißt, dieses Software-Business hat sehr gute SaaS-Metriken und wächst sehr schnell. Und wenn man jetzt überlegt, dass sich das auf eine 50 Millionen Runrate eigentlich zubewegt, ne? Also wir sind jetzt bei 9 Millionen, wahrscheinlich wird das jetzt, wie gesagt, Q3 ist immer noch mal deutlich stärker, auch bei den Software-Umsätzen, würde ich schätzen. Das heißt, wir gehen Richtung 50 Millionen Runrate und kann man sich auch überlegen, was das jetzt wert wäre, wenn man da ein SaaS-Multiple ranklebt bei einer Rule of 40 von 64 und einem Wachstum von 85 im letzten Quartal. Also das allein ist schon, ich würde vermuten, so ein bisschen der Stolz, wurde auch erwähnt im Earnings Call, dass man da sehr zufrieden ist mit den Ergebnissen aus dem Segment. Ansonsten spürt man, hat man eben auch gesagt, den Gegenwind des Marktes ein bisschen, aber es ist halt so eine Mischung aus, dass die Vorjahres-Comparables sehr schwer waren. Das Vorjahr war eben von sehr viel Revenge-Travel geprägt und sehr viel Domestic-Travel, von, wie du mal richtig sagst, von auch viel Work-from-Home oder Vacation-Utilization. Und jetzt wird sich das wahrscheinlich über die nächsten Quartale so ein bisschen normalisieren und von da aus hat der Ferienwohnungsmarkt natürlich trotzdem langfristige positive Wachstumsraten. Davon darf man, glaube ich, dennoch ausgehen, aber schaut man sich, auch das wurde im Earnings Call erwähnt, schaut man sich jetzt bei Google einfach mal an, wie viele Leute nach Ferienhaus oder Ferienhaus Ostsee suchen, dann sieht man auch bei Google Trends, dass das deutlich unter dem Vorjahresniveau ist. Also ich würde sagen, das ist hier aus meiner Sicht definitiv keine individuelle Underperformance, sondern der Markt, der sehr stark Gegenwind hat. Und ich glaube, und damit würde ich dann auch gern schließen, glaube ich, dass
Ein sehr guter Vergleich ist eigentlich, wie haben sich diese Firmen gegen 2019 entwickelt. Das Spiel haben wir, glaube ich, bei Booking gegen Expedia schon mal gemacht. Da war es so, dass Expedia beim Umsatz 6,5%, also 2019, weil das war das Vor-Corona-Niveau, ne? Um diese ganzen Effekte, Revenge-Travel, Verbot, Travel komplett verboten in 2021, 22, 23, dann fing Revenge-Travel an. Um das so ein bisschen zu normalisieren, kann man sich einfach schauen, wie entwickeln sich diese Firmen eigentlich versus 2019, was sozusagen das in Anführungsstrichen letzte normale Jahr war. Und da war es so, dass Expedia ist seit 2019 im Schnitt nur 6,5% beim Umsatz gewachsen. Also ich vergleiche jetzt das Q2 23 mit dem Q2 2019. Die Saisonalität hat sich sicherlich nicht verändert, von daher ist es, glaube ich, legitim der Vergleich. Bei den Booking Revenues liegt Expedia sogar unter 2019, also ist geschrumpft. Wenn wir jetzt dann ein bisschen besser lief für Booking, haben wir gesagt, deren Revenue ist 42% über 2019, also sind so 10-12% gewachsen jedes Jahr. Deren Booking Revenue ist sogar plus 60% oder GBV, ich weiß nicht, ob ich Revenue oder GBV genommen habe. Airbnb hat sich ungefähr verdoppelt beim Revenue im Vergleich zu 2019. Bookings auch ungefähr plus 95%, auch ungefähr verdoppelt. Schaut man sich das jetzt bei Home2Go an, fangen wir auch wieder mit dem Revenue an. Dann lag man 2019, wenn meine Zahlen richtig sind, noch bei rund 17 Millionen im Q2. Jetzt sind wir bei 43 Millionen. Das entspricht über 150% Anstieg und wäre jetzt von den Peers sogar schneller gewachsen als Airbnb. Dann es gab eine Übernahme in der Zeit, das heißt, da ist auch anorganisches Wachstum dabei. Aber man kann relativ sicher sagen, deutlich stärker als Booking Expedia gewachsen. Und auch bei den Bookings, wo wir gesagt haben, die laufen nicht ganz so gut. Die Bookings sind Booking Revenue ebenfalls 160% gegenüber gegenüber 2019. Die Gross Booking Value ist nicht ganz so stark gewachsen. Also im Vergleich zu den anderen sieht man gegen 2019 sieht man eigentlich, dass Home2Go da sehr gut performt hat. Wer will, kann sich es noch gegen zwei andere Specs anschauen. Im ähnlichen Zeitraum sind Vacasa und Sonder, VCSA und SOND, den Bloomberg-Kürzel. Das sind Property Manager oder Leute, die so auch Apartments vermieten. Die sind auch per Spec, also auch zu $10 an die Börse gegangen in einem ähnlichen Zeitraum. Da sieht man, dass die sich deutlich nicht so gut entwickelt haben in der Zeit, dass sie noch sehr negativ sind auch und der Kurs unter $1 steht, ne, während Home2Go so um die $3 steht. Das sind, glaube ich, so die fernen Vergleiche, die ich versucht habe anzustellen. Und dann haben wir auch schon dann die Travel Section für dieses Quartal abgeschlossen. Sekunde. Du hast ja gesagt, dass ich hier schon auf dem Sheet heute Nachmittag ein bisschen rumgeschaut habe. Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Das eine, und das müsstest du mir noch ein bisschen oder uns noch mal erklären, ist es CPA Onsite und Offsite. Das sind, also gute Frage, vielleicht solltest du trotzdem neue Hobbys suchen, aber also CPA ist, das heißt, dass die Umsätze auf Cost per Acquisition Base abgerechnet werden. On-Site heißt, dass sozusagen auf dem Marktplatz auf Home2Go gebucht wird. Off-Site heißt, dass Home2Go den Kunden weitervermittelt an eine Plattform und man dort bucht. Ne? Also On-Site ist, du siehst eine Wohnung auf Home2Go, du kannst die bei uns buchen, das Payment läuft über Home2Go, du hast ein Login bei uns und so weiter. Und Off-Site würde heißen, es ist ein Partner, der unbedingt die Buchung auf seiner eigenen Plattform machen möchte. Keine Ahnung, vielleicht ein Vacasa oder so, kann ich jetzt nicht sagen. Und dann vermitteln wir dorthin und liegt der Umsatz in der Kategorie CPA Offsite. Und CPA heißt, es ist trotzdem Affiliate hier, das heißt, die Take Rate ist eben trotzdem so um die 10% vielleicht. Deshalb sieht man ja ganz gut, dass die sich über alle Produkte positiv entwickelt, die Take Rate. Genau. Dann gibt es noch das Segment CPC, CPL, das ist Cost per Lead, Cost per Click. Relativ gesehen eher kleiner, wie man das in andere Deals, wo man eben per Klick bezahlt, weil der Kunde das so präferiert. Und dann gibt es eben Subscription und Business, ist das Software-Segment, was sich eben so positiv entwickelt hat. Genau, hilft das?
Ja, ich frage, weil halt CPA das erst on-site das erste Mal wieder singt. Ah ja, sehr gute Beobachtung. Schön, dass du das bemerkst, vollkommen richtig. Das liegt großteils, also in Dach ist es eigentlich relativ stabil oder steigt minimal. Das liegt auch gern dazu die Präsentation oder den Earnings Call nochmal anhören, aber es liegt unter anderem daran, dass das Volumen in Nordamerika ganz gut gelaufen ist. Und Nordamerika hat historisch einen kleineren On-Site-Share. Also in Nordamerika haben wir noch mehr Partner, wo wir von der Website wegverweisen. In Deutschland ist es, ich sage es bitte nicht drauf festnageln, aber ich glaube so 60%, die wir On-Site machen. Auch das bitte gerne nachschauen. Ich habe es jetzt nur so aus dem Hinterstübchen versucht zu recap, aber ich glaube, es sind 60%. In Amerika ist es deutlich niedriger. Und wenn Amerika dann quasi mehr zum Traffic beiträgt, dann sinkt der Overall, also der Gesamt-On-Site-Share sinkt dann ein bisschen. Es wäre aber nicht richtig zu schließen, dass deswegen quasi wir weniger On-Site-Durchdringung in den einzelnen Märkten hätten. Sondern es ist durch den Traffic-Mix passiert das. Es ist der stärkste Effekt da drin. Ja? Und es kann natürlich auch immer Verschiebungen geben, dass Partner, sagen wir mal, auch nur Beispiel, also nur nicht anekdotisch, nur beispielhaft, ob das jetzt wirklich so der Fall ist in diesem Quartal oder nicht, nur für die Erklärung. Es kann auch sein, dass ein Partner mal einen besonders guten Offsite-Deal oder einen besonders guten CPC-Deal anbietet. Und dann wäre man auch eventuell, gerade wenn man eben versucht, profitabel zu werden auch in diesem Jahr, dann nimmt man vielleicht auch mal sozusagen so einen Deal an. Aber wie gesagt, der Haupteffekt ist hier der Traffic-Mix mit mehr Nordamerika. Das auch das wurde sehr gut erklärt im Earnings-Call meiner Meinung nach. Aber sehr berechtigte und gute Rückfrage. Hast du den Earnings-Call gehört? Dann wüsstest du das ja alles schon. Nee, natürlich nicht. Aber dann hättest du natürlich noch bessere Fragen stellen können. Ja, aber nächstes Mal. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du willst nur diese Firma besonders. Aber das ist natürlich auch Färbung, weil ich die natürlich im Zweifel nicht besonders schlecht darstellen würde, obwohl ich es natürlich versuche, ausgewogen zu machen. Dann, was ist dir noch aufgefallen, du kleines Trüffelschwein? Die allerletzte Zeile oder zwei letzten Zeilen, da steht CPA Take Rate. Ja. Und ist jetzt in diesem Quartal 11%, das ist super, aber wenn man sich die Vergangenheit anguckt, sieht das so ein bisschen saisonal aus. Hat das eine gewisse Saisonalität? Also jetzt zum Beispiel Q4, 22 und 21 sind mit 8,3% gleich. Dann geht es ein bisschen höher in Q1. Und in Q2 ist es dann noch höher. Und dann Q3 weiß ich nicht, ist hier nicht drin, 22. Aber irgendwie habe ich da jetzt so eine gewisse Saisonalität gesehen. Das da unten sind ja so Non-IFRS-Metrics, die ich dazu geschrieben habe. Die reporten wir auch, aber die sind jetzt auch nicht vollständig. Deswegen würde ich die entweder Sekunde gucken, ob ich die kurz vervollständigen kann. Ansonsten erkläre ich es gerne auf Basis der Sachen, die da sind. Sekunde. Ich habe die Q3-Daten fehlen mir tatsächlich, weil ich finde sie auf Anhieb nicht in dem. Da müsste es sein. So, das sieht tatsächlich aus, als gäbe es eine kleine Saisonalität. Lass mich überlegen, woher die kommt. Erklär vielleicht nochmal, also, CPA Take Rate bedeutet, dass die Take Rate über alle Kanäle oder? Ja, CPA Take Rate ist der Anteil sozusagen des Booking-Umsatzes, den Home2Go bekommt als Innenumsatz. Ne? GBV ist ja sozusagen was, wenn du für ein Ferienhaus für 1000 Euro buchst, dann bekommen wir eben irgendwie 120 Euro davon. Das ist genau, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich die Transaktion bei einem Partner, dann kriegt ihr die Affiliate-Provision, genau. Oder ich mache die Transaktion bei euch, dann macht ihr das Payment und kriegt auch eure Take-Rate. Genau. Und die CPA-Take-Rate ist beides zusammen? Die ist über alles, was CPA ist. Ansonsten wäre sie ja missverständlich formuliert, aber ich gucke hier nochmal genau in die Definition rein. Ja, genau. Take-Rate ist defined as Booking Revenues divided by Gross Booking Value. Ich überlege gerade, warum die trotzdem saisonal ist. Was man ja sehr gut sieht, ne, ist, dass im ganz oben siehst du ja auch eine Take-Rate. Die ist jetzt nicht CPA-spezifisch, aber die steigt sehr kontinuierlich an. Deswegen fand ich das so überraschend. Naja, die geht ja trotzdem genau in die gleiche Richtung, ne? So, year on year steigt die um 10% und oben steigt sie year on year. Da habe ich es nicht drin, Sekunde.
sogar um 14%, ein bisschen mehr, aber auch. Also die gehen in die gleiche Richtung, nur dass die eine eben noch eine Saisonalität hat. Vielleicht ist die oben 12 Monats geglättet und deswegen, das würde total Sinn machen. Das würde nämlich genau zu dem Ergebnis führen, glaube ich. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Halte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht für relevant. Die oben im Zweifel halte ich für maßgeblicher, aber ja. Was man nicht machen kann, ist die Bookings sozusagen mit den Revenue, also das GBV mit den Revenues zu vergleichen. Wenn du jetzt sagst, das ist der Fehler, den Scott Galloway mal gemacht hat bei Airbnb und daraus geschlussfolgert hast, dass die Take Rate sich verbessert. Also ich kann jetzt nicht sagen, das vermittelte Volumen ist dieses Quartal so und so hoch und die Revenues nach IFRS sind so und so hoch. Und wenn sich da die Ratio verbessert, heißt das mehr Take Rate. Das stimmt eben nicht, weil die Bookings in einem anderen, also die Bookings haben im Q1 den Höhepunkt, das Revenue aber im Q3 den Höhepunkt. Das heißt, du wirst im Q3 immer die höchste Take Rate haben und das siehst du ja auch unten so. Da hier aber eigentlich Bookings mit Bookings verglichen wird, ist es Booking Revenue mit Booking. Ja, kriege ich morgen eine Nachricht, die mir das erklärt, nehme ich an, aber ich halte es nicht für problematisch. Wie gesagt, wichtiger ist im Zweifel die Take Rate, die du ganz oben im Sheet siehst, die sehr kontinuierlich, die wir so geschrieben haben, dass sie kontinuierlich ansteigt. Nein, Spaß. Und es ist, man muss fairerweise sagen, dass die Take Rate natürlich auch, dass man sie teilweise, da wo man CPA charged oder auf der eigenen Plattform das macht, kann man sie natürlich dann perfekt berechnen. Teilweise, wenn man CPC jetzt hat oder so, muss man sie auch ein bisschen schätzen, aber es gibt kein Interesse, sie irgendwie jetzt besonders vorteilhaft zu schätzen oder so, weil dann würde man eher später hinterherlaufen. Das macht auch keinen Sinn. Und sagen, über die Zeit gleicht sich das ja, weil das Revenue ja irgendwann recognized wird, kann man es, also man kann sie nicht groß bescheißen. Von daher gibt es auch sagen, weder Incentive noch gute Möglichkeiten, damit jetzt irgendwie Schindluder zu treiben. Sehr gut. Dann zur Entspannung kannst du jetzt wieder ein paar Earnings machen, die ich mir nicht angeguckt habe. Was haben wir denn? Monday.com können wir machen. Boah, ich bin komplett durchgeschwitzt, ey. Aber es liegt daran, dass 33 Grad sind in Berlin. Nicht, dass hier die Ergebnisse gegrillt worden sind. Ja, hast du eigentlich, bist du Airbnb-Share, oder? Nee. Ach so, gut. Wenn nicht, hättest du das auch mal disclosen müssen. Monday.com. Das ist ein Kollaborationstool für die Firma, würde ich sagen. Workflow, Collaboration, sowas machen die. Wachsen noch mit 42%. Das ist sagen wie bei allen Softwarefirmen, die wir sehen, oder bei fast allen eine Verlangsamung. Vor einem Jahr waren es noch 75% Wachstum, vor zwei Jahren waren es noch 94, jetzt sind immer noch 42. Positiv ist sicherlich, dass die Rohmarge sich noch immer weiter verbessert. Wir sind inzwischen bei 89% Rohmarge. Das ist zusammen mit Asana, glaube ich, eine der besten, die man hat im Softwarebereich. Die operativen Kosten steigen nur um 10%. Also man hat, ich würde sagen, da auch auf die Bremse getreten, haben wir den Headcount. Ja, der Headcount wächst nur noch 10% gegenüber dem Vorjahr. Wie gesagt, der Umsatz wächst damit 42%. Das heißt, wir müssen, und die Rohmarge weitet sich aus. Das heißt, vollkommen klar, dass wir hier eine Verbesserung im operativen Ergebnis haben werden. Und die stellt sich so dar, dass man im Vorjahr bei, also heute sind wir bei 176 Millionen Umsatz. Im Vorjahr hat man auf weniger Umsatz noch 46 Millionen Verlust gemacht. Jetzt sind wir bei nur noch 12 Millionen Verlust. Und diese 12 Millionen wiederum entstehen nur durch die Share-Based Compensation in Höhe von 29 Millionen. Also dieser Gap-Verlust von 12 Millionen. Hinzu kam dann nochmal ein Financial Income von 8 Millionen. Das sind eben Zinsen aus Guthaben. So ist das Net Income dann sogar nur noch 7 Millionen negativ. Und das entspricht dann nur noch minus 4% Verlustmarge nach Gap. Und wie gesagt, der operative Cashflow ist dann schon wieder 48 Millionen positiv. Die Share-Based Compensation von fast 30 Millionen machen hier den großen Unterschied oder den größten Unterschied. Monday.com generiert richtig schön Cash jedes Quartal. Also die letzten 12 Monate haben sie fast 150 Millionen Cash gemacht. Bei Umsätzen von 624 Millionen, also rund 24% Cashflow-Marge ungefähr. Also sprudelt Cash raus aus der Company. Sie werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch nach Gap noch Ende des Jahres positiv werden. Einfach weil man jetzt schon sieht, dass die Kosten sehr gut im Griff sind, dass die Umsätze aber weiter steigen. Ansonsten
Net Dollar Retention geht ein bisschen runter, ist mit 120 aber immer noch auf einem sehr guten Weg eigentlich. Von daher gute Zahlen. Ich würde vermuten, die Aktie hat jetzt, das sozusagen Verlangsamung beim Revenue-Wachstum war bestimmt so ein bisschen eingepreist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ein bisschen negativ war, nicht doll. Und ich würde vermuten, dass sie weiterhin noch super hoch bewertet ist. Wahrscheinlich mit einem ordentlich zweistelligen Revenue-Multiple, also Umsatz, KUV. Und hast du mal geschaut, wie sie abgeschnitten haben nach den Earnings? Ja, heute ist sie minus 2%, gestern ist sie ein bisschen runter, aber sie ist am Anfang, also vom 11. auf den 14. ist sie gut gelaufen. Ja, sie ist von 155 auf 147, also sie war mal 15% im Plus, sogar zwischenzeitlich, das war nach den Earnings, glaube ich, oder? Ja. Das ist schon ganz ordentlich. Und das Multiple ist 13, also ja, zweistellig stimmt. Sie ist 8 Milliarden wert. Wir können es, um das jetzt nochmal zu rationalisieren. Monday.com ist 8 Milliarden wert bei 600 Millionen Umsatz. Runrate vielleicht 700 Millionen Umsatz. Und noch kein Gewinn, aber Cashflow 150 Millionen haben wir gesagt, last 12 months. Also kosten sie 50 mal Free Cashflow bei dann doch nur noch 40% Wachstum. Ich finde es ein bisschen teuer, ne? Aber bei der Rohmarge weiß man halt, es kann noch viel gehen in Zukunft. Sie hauen, habe ich die Marketingquote, die müsste über 60% sein. Ja, genau, sie hauen 61% des Umsatzes als Marketing raus, aber wenn du eine so hohe Rohmarge hast, ist es halt auch okay, sehr viel in Marketing zu investieren. Was denkst du, was Asana noch wert? Was Asana noch wert ist? Ja. Müsste ich gucken, was der... Du meinst das Multiple oder in Milliarden? Naja, einfach Marktkapitalisierung. Okay, da muss ich ganz kurz gucken, was der Umsatz ist. Aus dem Kopf weiß ich es nicht. Die machen auch 600 Millionen Umsatz, ziemlich genau. Ich würde sagen, die sind 6,75 Milliarden wert. Fast 4,6. Naja, close enough, nicht wirklich. So, Money.com haben wir gehakt. New Work, Xing. Wollen wir Xing wirklich machen? Ja, ganz kurz vielleicht. Nee, lass schieben. Aber ich habe die extra hier ins Tool reingewuchtet, dann möchte ich... Achso, das sind so drecksdeutsche Ergebnisse, Zwischenergebnisse. Ja, wer glaubt denn noch an New Work? Das HR, man kann ganz kurz hier das HR-Segment, das ist ja noch ganz spannend, HR Solutions. Achso, da habe ich noch nicht mal Growth reingezogen, Sekunde. Meinst du, das war eine gute Idee, das Ding New Work zu nennen? Das haben wir doch bestimmt schon mal besprochen. Nee, das halte ich für komplett bescheuert, ehrlich gesagt. Rebranding funktioniert. Also was schon spannend ist, dass HR Solutions noch 5,5% wächst, aber immer langsamer auch. B2C, also das ist das Premium-Segment, also da du zahlst dein eigenes Profil, nehme ich an, oder keine Ahnung, Education, was du da noch machen kannst, minus 17%. Ein Bekannter hat gesagt, es ist immer eine schöne Erinnerung, dass man sein LinkedIn-Premium kündigen sollte, wenn man das sieht, dass 17% der Umsatz sinkt gegenüber dem Vorjahr. Also wer das noch nicht gemacht hat. Und B2B Marketing Solutions, das ist der Werbeumsatz, der sinkt um ein Viertel, also auch ganz ordentlich. Trotzdem EBITDA 23 Millionen im Quartal. Das war natürlich vor einem Jahr gar nicht so viel besser, war vor einem Jahr nur 28 Millionen, das Q2 ist gar nicht so stark. Ja, aber ich meine, spannend ist, dass HR Solutions noch positiv ist, also dass sie da nicht stärker leiden, wie wir es bei Indeed, obwohl Indeed war, glaube ich, auch positiv, ne? ZipRecruiter aber negativ. So, dann hätten wir das. Dann machen wir noch die SEA Limited. Da haben viele drauf gewartet. Das ist die, also jetzt, wo sie den Kurs sehen, haben sie wahrscheinlich nicht drauf gewartet, aber SEA Limited ist Shopee, eine sehr große, wahrscheinlich die größte, oder? Ja, die größte Shopping-Plattform in Südostasien, also Thailand, Vietnam, Singapur, Pipapo. Ja, gerade Earnings reported und ich sehe hier fast minus 24%. Herzlichen Dank dafür. Ja, es war schon noch schlimmer zwischendurch. Aber warum ist das so schlecht? Also Shopee hat drei große Segmente: Digital Entertainment, E-Commerce und Fintech, so ein bisschen. Und ihr Digital Entertainment-Segment ist schon immer rückläufig gewesen in den letzten Quartalen. Das liegt hauptsächlich daran, dass man in China Gaming so stark reguliert hat. Das war vorher ein großer Bereich, womit Shopee Geld verdient hat. Jetzt sinkt der Umsatz da 40%.
und das war die Cash Cow auch gleichzeitig, die das E-Commerce mitfinanziert hat. Da sinken die Umsätze jetzt wieder um 40% gegenüber dem Vorjahr auf 530 Millionen. E-Commerce steigt immerhin noch um 32% in dem jetzigen Umfeld. Also es ist, wobei man die beiden Vorquartale, die drei Vorquartale waren alle so ziemlich genau 50%. Jetzt sind es nur noch 32. Das heißt, das ausbleibende Wachstum im E-Commerce ist schon mal ein großer Grund, glaube ich, dafür, dass die Aktie jetzt so leidet. Ne? Wahrscheinlich haben Analysten, hätten da gern weiterhin was Richtung 50% gesehen und jetzt sind es noch 32. Und so der Gesamtumsatz steigt damit nur um 5% gegenüber dem Vorjahr. Ne? Also Digital Entertainment geht 40% runter, E-Commerce geht 32% hoch. Insgesamt geht's, weil E-Commerce größer ist, um 5% hoch noch. Aber muss man jetzt sagen, die Cost of Revenue sinkt um 11% trotz des Wachstums. Und damit ergibt sich ein Gross-Profit-Margin oder Rohmarge von 47% nach 37% im Vorjahr. Also 1000 Basispunkte, 10 Prozentpunkte und ja fast ein Viertel relativer Anstieg bei der Rohmarge. Also man hat hier brutal an den Kosten gearbeitet. Und nicht nur in den Cost of Goods, die jetzt die Rohmarge so stark verbessert haben, sondern man hat auch das Marketing praktisch halbiert. Man hat bei General Admin 38% eingespeichert und bei R&D sogar 59% gespart, sodass die Total OPEX um 39% zurückgehen. Und nachdem man über 800 Millionen Verlust gemacht hat letztes Jahr, macht man jetzt 284 Millionen Gewinn. Nach minus 28% Marge letztes Jahr, jetzt plus 9% Marge. Also man ist beinahe über Nacht höchst profitabel geworden. In allen Geschäftsbereichen auch. Auch E-Commerce ist erwirtschaftet Deckungsbeiträge, auch Fintech erwirtschaftet Deckungsbeiträge. Aber die Wachstumsfantasie ist natürlich so ein bisschen raus jetzt. E-Commerce wächst zwar noch mit 32%, aber eben langsamer. Gesamtwachstum nur noch 5%. Und das ist, glaube ich, warum in den Modellen jetzt einfach sich ein anderer Terminal Value da ergibt und warum man deswegen jetzt den Kurs anpassen musste um rund ein Viertel. Genau, also der Abschlag gerechtfertigt vermutlich durch das langsame Gesamtwachstum in Zukunft, wobei irgendwann sagen, das Gaming Digital Entertainment Business vielleicht auch so eine Art Talsohle erreicht haben wird. Es sieht ehrlich gesagt schon ein bisschen danach aus. Und dann kann vielleicht das Gesamtwachstum auch wieder vom E-Commerce getragen ein bisschen stärker losgehen. Der Gross-Profit aus dem E-Commerce hat sich um 150% gesteigert. Das ist echt Wahnsinn. Und also Gesamtbusiness, Wachstum 5%, Gross-Profit 33%, ein Drittel höher als im Vorjahr. Und im E-Commerce hast du halt 32% Wachstum, aber aus diesem 32% Wachstum zweieinhalb Mal so viel Gross-Profit. Das ist schon echt geil. Eigentlich. Also die müssen da hart mit der Sense durchgegangen sein. Auch wenn die OPEX 40% niedriger sind. Ich guck mal, ob das sich nachvollziehen lässt über den Headcount. Ich glaube, ich gucke jetzt nur mal bei Shopee. Ich glaube, die Leute würden sich bei Shopee und nicht bei SEA verorten selber. Ja, LinkedIn sieht nur 10% weniger Mitarbeiter als vor einem Jahr. Hier sieht es ein bisschen mehr aus, aber ja, vielleicht haben sie auch im Digital Entertainment deutlicher entlassen. Naja. Ah, krass, sie haben eigentlich zweimal ganz okay Zahlen geliefert jetzt und sind zweimal direkt nach dem Earnings zweistellig gefallen. Ja, weil was an der Aktie halt toll aussah, war das Wachstum, ne? Also sie irgendwann standen da mal dreistellige Wachstumszahlen im Modellen, ne? Noch vor 2 Jahren waren wir da, da standen sowas wie 190% Wachstum im E-Commerce. Und dreistelliges Wachstum in allen drei Bereichen und so. Und jetzt korrigiert sich das halt zu sehr nüchternen Zahlen und dann muss man es eben anpassen. Auch wenn sie, wie gesagt, sehr, sehr profitabel jetzt geworden sind, in sehr kurzer Zeit, muss man schauen, wie sie jetzt ausgehend davon wieder Momentum gewinnen können. So, und damit bleibt nur noch die Competition Corner und unsere eidgenössischen Schuster. On Running. Genau, haben, glaube ich, auch leicht oder nicht ganz zweistellig oder ganz ordentlich verloren, aber nicht zweistellig, glaube ich, war mein letzter Stand. Fast minus 16%. Doch wieder zweistellig, na gut. Ah, nee, 14%. Okay,
Also Umsatz wächst bei On auf 444 Millionen, 52% immerhin. Aber im Vorquartal waren es noch 78. Ne? Wir haben gesagt, dass das sich verlangsamen muss. Irgendwann haben die Leute auch mal alle On-Schuhe und 50% Wachstum sind immer noch viel. Aber das ist sicherlich ein entscheidender Grund, warum jetzt auch hier der Kurs ein bisschen angepasst wird. Wie gesagt, von 78 auf 52% Wachstum runter. Aber auch hier die Rohmarge um 4 Prozentpunkte verbessert, um 4,4 sogar, von 55% auf fast 60% hoch die Rohmarge. Krass gut, ne? Obwohl man ein bisschen Inventories voll hatte. Die Kosten, und das ist natürlich nicht schön, die Kosten steigen um 67%. Also die Kosten steigen jetzt erstmals wieder schneller als der Umsatz. Das ist doof. Trotzdem sieht, warum ist das operative Ergebnis? Achso, weil die Rohmarge sich so positiv entwickelt hat. Also ja, die operativen Kosten steigen mit 67, aber die Cost of Sales sind nur mit 37 gestiegen. Und deswegen verbessert sich das operative Ergebnis sozusagen durch Rohmargeneffekte trotzdem um fast 50%. Vorher hat man 26 Millionen Gewinn gemacht, jetzt macht man 39,4 Millionen operativen Gewinn. Dann gibt es ein sehr adverses FX-Result, also durch Wechselkursschwankungen macht man 48,5 Millionen im Finanzergebnis Verlust. Und dann ist das Net Income wieder fast nur bei 3 Millionen. Das war im Vorjahr bei 49 Millionen mit dem stark positiven Foreign Exchange Result. Und beides ist natürlich eigentlich ein bisschen Augenwischerei, die Wechselkurseffekte. Rein operativ steht es eigentlich super gut. Wie gesagt, ein bisschen verlangsamtes Wachstum. Der Cashflow ist positiv im ersten und im zweiten Quartal. Was kann man noch sagen? Share-based Compensation ist 8 Millionen. Adjusted EBITDA ist ungefähr doppelt so hoch wie im Vorjahr, was immer man davon halten möchte wieder. Networking Capital ist relativ stabil. Inventories bleiben elevated, sind noch relativ hoch mit dem gesamten Quartalsumsatz auf dem Lager. Es war davor aber 111%, jetzt sind es 98%, also es verbessert. Sie bauen, also das ist eigentlich das Spannende, sie bauen jetzt erstmals minimal Inventory ab, oder nicht minimal, das ist schon ein großer Schritt, es bleibt nur trotzdem relativ hoch und verbessern aber ihre Rohmarge auf 59%. Also ich will nicht sagen, sie spekulieren, ne? Man könnte ja entscheiden, ich will schneller runter von dem hohen Inventar und dann mache ich Preisaktionen. Aber stattdessen halten sie hohe Preise, halten hohe Rohmargen und bleiben aber auch auf relativ hohen Inventories, die aber im Vergleich zum Umsatz leicht zurückgehen inzwischen. Und wenn sie das gut hinbekommen, und ich meine, die Schuhe sind relativ zeitlos, ich glaube, da achtet niemand jetzt, ob das die neueste Kollektion ist oder nicht, ist nebensächlich. Und ich glaube auch, dass es keine hohe Preissensibilität bei On-Schuhen gibt, also wenn die jetzt statt 160, 152 kosten, kaufe ich mir nicht zwei Paar deswegen. Von daher, wenn man das so gut gemanagt kriegt, ist es vermutlich ein schlauer Weg. Man sieht aber schon auch, dass das Ergebnis sich nicht 100% in operativen Cashflow umwandelt, weil das Inventar noch relativ hoch bleibt und man eben ein paar Schuhe auf Halde behält. In der letzten Folge, also als wir über die Q1-Earnings gesprochen haben, Folge 250, meintest du, die könnten mal langsam ein bisschen auf die Kostenbremse drücken. Ja. Haben sie das gemacht? Jein. Also ich habe ja gesagt, die Kosten wachsen schneller als der Umsatz mit 67% gegen 52%. Also ja, das wäre hätten sie, dass sie wieder nicht auf mich gehört haben, hätten sie auf mich gehört. Es geht natürlich alles nicht so schnell, aber ja, es wäre schlau gewesen, wenn man nicht weiter mit fast 70% die operativen Kosten steigert. Wir sehen da leider nicht, was Marketing und was General Admin ist oder so, aber es ist alles Selling, General Admin, also ein einziger Kostenblock. Wo sie aber, wie gesagt, Kostenstruktur gut gemanagt haben, ist die Cost of Sales, also die Herstellungskosten, die steigen nur mit 37%. Die haben sie gut im Griff. Die operativen Kosten, das ist eben Marketing, Technologie, Produkt und so weiter, da, glaube ich, müssen sie sagen, zumindest beim Einstellen und Ausgeben von Geld vorsichtiger bleiben. Aber ja, meine, sie sind positiv, sie wachsen, die Margen verbessern, also die Rohmarge verbessert sich, die Inventories gehen langsam zurück. Gibt jetzt auch keinen Grund, in Panik zu verfallen, es sei denn, der Umsatzwachstum droppt jetzt wieder doch noch deutlich schneller zurück.
So, meine Stimme gibt auf und wir sind auch durch Competition Corner noch ganz kurz. Beziehungsweise eigentlich hat das Wall Street Journal die News in die Competition Corner gedrängt. Ob das jetzt wirklich ein Competition-Thema ist, ist eine andere Frage. In jedem Fall ist es so, dass Amazon weiter Private Labels einstellt, also ihre Eigenmarken. Da gab es ja mal, ich glaube, eine 250.000 Produkte, 243.000 Produkte, die sie selbst herstellen zwischenzeitlich. Da ist jetzt wahrscheinlich eine sechsstellige Zahl, mindestens eine hohe fünfstellige Zahl von abgeschafft worden. Es wird weiterhin Amazon Basics, Amazon Essentials und so weiter investiert. Aber insbesondere viele der Fashion-Marken, sowas wie Lark & Row, Daily Ritual, Good Threads, Möbelmarken wie Namen, die mir jetzt nicht einfallen, die werden zurückgefahren. Das auch, was Zalando eigentlich damals gelernt hat, so Eigenmarken. Viele verdienen gar kein Geld. Sie setzen dich zusätzlicher Kritik aus, ne, weil es natürlich immer dahinter steht ja immer die Vermutung, man würde hier die Händler selber kopieren. Und eigentlich ist es ganz schlau. Wir haben ja jedes Mal, wenn wir über die Zahlen reden, vollziehen wir diese Strategie nach, dass Amazon immer mehr Third-Party-Umsatz macht und immer weniger Eigenumsatz. Das heißt, sie wollen ja sowieso aus dem Eigengeschäft, sagen sie, strategisch zurückziehen, würde ich sagen, Stück für Stück. Natürlich werden sie, warum behalten sie Essential und Basics? Ich glaube, Amazon Basics hat eine andere Funktion als diese Modemarken. Amazon Basics ist, glaube ich, ein Preisanker. Wenn ich meine Batterien da irgendwie für 386 Batterien für $12 anbiete, dann kann ich damit sehr gut dafür sorgen, dass sich irgendwie dass die Konkurrenz auf der Plattform hoch bleibt, dass ich bei Produkten mit hohen Rohmargen vielleicht auch die Gewinne selber mitnehme, wenn die Preise zu hoch sind. Ich glaube, das hat eher kompetitive Gründe, während diese Mode- und Möbelmarken halt einfach nicht besonders gut funktioniert haben, vielleicht sogar negativ waren, definitiv nicht höhere Deckungsbeiträge erwirtschaftet haben als das Fulfillment-Geschäft oder beziehungsweise das Third-Party-Geschäft. Und von daher ist es eigentlich total schlüssig, dass sie sich zunehmend aus den Eigenmarken zurückziehen. Das hat, glaube ich, ganz kommerzielle Gründe, strategische Gründe, diesen Shift zu Third-Party-Revenue, der sowieso opportun scheint. Und dann ist der nette Nebeneffekt eben auch, dass man weniger in der Schusslinie steht dafür, sich mit seinen Händlern zu verderben und deren Daten zu klauen und aufbauend auf den Daten diese eigene Produkte entwickelt. Fairerweise muss man da mal sagen, ne? Wenn Edeka, weil Milch und Eier schnell drehen sind, da Ja-Eier anbietet, weiß nicht, ob Ja die Marke von Edeka ist, aber dann sagt auch niemand, Edeka lernt auf Basis des Kundenverhaltens, dass man Milch und Eier kauft. So. Eigenmarken sind nun mal, werden sich immer nach den beliebtesten Artikeln mit den besten Margen richten und haben immer auch ein bisschen die Aufgabe, Discountpreise und Preisdruck zu erzeugen. Von daher, dennoch geht Amazon da bestimmt nicht immer 100% fair vor. Aber ja, man geht so ein bisschen aus der Schusslinie. Man kann sagen, wir machen doch immer weniger davon. Im Gegenteil, wir stärken unsere Third-Party-Struktur. Wir werden immer mehr zu einem Dienstleister, zu einem Fulfillment-Partner, der dann unsere Marktplatzreichweite den erfolgreichsten Händlern und Brands zur Verfügung stellt und OEMs. Von daher ist es, glaube ich, auch total sinnvoll, strategisch von Amazon. Und kennst du einen Marktplatz, der gut damit gefahren ist, Eigenmarken zu entwickeln? Außer die Pistazien von Gorillas natürlich, die so herausragend gut sind. Aber ansonsten, wie gesagt, bei Amazon, Zalando, ich will nicht sagen, hat sich damit die Hände verbrannt, das wäre übertrieben, aber hat sich auch sehr schnell strategisch wieder da zurückgezogen aus dem Bereich. Ja, auch im, ich glaube, der ist halt der Markt Marketing, glaube ich, muss man fairerweise sagen. Wo wir noch bei Zalando sind, man könnte jetzt sagen, About You hat ja diese ganzen Labels, aber da, glaube ich, ist es auch viel einfach ein Marketing-Play mit den Influencern zusammen. Und dann wolltest du gefühlt wird das auch weniger. Also ich glaube, Marken aufbauen ist halt einfach schwieriger, als man sich das vorstellt. Und du hast dieses Fast Fashion wird halt von anderen Playern mittlerweile gemacht. Also entweder kaufst du dir deine Chino als Marke oder wenn du sie dir als Nicht-Marke kaufst, dann gibt es halt andere Player, die das Ding noch günstiger anbieten. Ja, ich glaube, da hast du einen guten Punkt. Also ich bin ja keiner der Shein-Heiligen, der jetzt Shein über den grünen Klee lobt. Aber wenn dein Konzept ist, erfolgreiche Fashion-Items zu kopieren und dann auf dem Marktplatz anzubieten bei Amazon, dann ist es unwahrscheinlich, dass Amazon das besser macht als Shein. Das ist eigentlich ein Krieg, den sie nicht gewinnen können.
natürlich findet Shein nicht auf Amazon statt, aber trotzdem ist natürlich ein Konkurrent. Und wenn ich die Möglichkeit habe, sozusagen das Massimo Dutti oder Zara Kleid nochmal halb so billig bei nach zwei Wochen bei Shein zu kaufen oder nach 12 Wochen bei Amazon, dann hat Shein wahrscheinlich die besseren Möglichkeiten. Das spielt bestimmt auch eine Rolle. Ja. So richtig hat das auch, glaube ich. Ich würde gerne mal die Fashion-Zahlen von Amazon sehen. Die kompletten Fashion-Zahlen. Also Amazon hat ja auch ein Markenproblem bei Fashion. Viele Marken, wir haben ja über Birkenstock vor kurzem gesprochen, die sind ja nicht da. Nike ist, glaube ich, nicht da. So, ja, und willst du? Es ist einfach ein anderes, es ist halt wie im Karstadt, da willst du als Marke, also auch nicht als jede Marke drin sein. Hier im Karstadt sind viele Marken drin. Karstadt ist ja fast noch das bessere Umfeld. Also für dich Schnösel natürlich nicht, aber ich sehe, was du meinst. Also ganz viele Punkte. A, also wie Fashion läuft, kann man so ein bisschen zurückschließen aus den Margen. Ich würde sagen, Amazon zahlt ja sehr strategisch Vertriebsprovisionen. Und die richten sich natürlich so ein bisschen nach der Marge der Produkte, aber auch nach, ob sie dieses Vertical noch gewinnen müssen oder nicht. Und bei Fashion haben sie immer relativ viel bezahlt, weil sie einfach nicht viel Marktanteil hatten. Das heißt, Fashion läuft relativ sicher nicht gut. Dann bin ich 100% bei dir, dass die Darstellung, also ich würde nicht sagen, möchte ich eigentlich, dass meine Boss-Chino zwischen diesen ganzen Kopiersachen oder möchte ich, dass meine Birkenschuhtreter zwischen den ganzen China-Kopien da überhaupt stehen? So, das verstehe ich schon, dass es einfach eine Anmutung total markenschädliches Umfeld ist eigentlich und nicht gut funktioniert. Und dann, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ob das halt überhaupt Sinn macht, dass Amazon sich da in den, also Amazon ist ja ein Marktplatz, der so groß ist, dass die Marktkräfte eigentlich sehr gut wirken. Und die Händler sind ja eigentlich agiler als Amazon selber. Die Amazon-Händler, die chinesischen Hersteller, die sind so schnell darin, diese Trends zu adaptieren und werden zunehmend schneller, dass es auch Quatsch ist, wenn Amazon da als vielleicht agiler, aber nicht so agiler Corporate da irgendwie Leute sitzen hat, die dann Kleider entwerfen nach dem, was sie glauben. Also sie werden es nicht schaffen, die Kleidung modischer zu machen als der tatsächliche Trend und mit den herkömmlichen Marken zu konkurrieren. Und als Fast Follower sind sie ja wiederum zu langsam. Da ist halt ein Shein und die China-Händler selber schneller und die bestehenden Amazon-Händler und Shopify-Händler. Das heißt, da hast du auch keine Edge. Das heißt, Amazon ist eigentlich gut beraten, sich da nicht einzumischen, sondern einfach die besten Bedingungen für totale Konkurrenz zu schaffen, um eben günstige Preise, gute Lieferkonditionen zu erwirken. Und dann kriegen sie ja ihre irgendwie 20% Marge trotzdem daraus. Und warum da, es hat eigentlich, wenn man es genau nimmt, hat das nie Sinn gemacht. Man dachte vielleicht mal, Mode hat so schöne Marken, so schöne Margen. Da kannst du ja teilweise noch irgendwie das Doppelte raufschlagen, wenn du wirklich Glück hast oder gute Produkte sourcest. Aber am Ende, wenn du das nicht wirklich sehr, sehr gut machst oder eine Brand schon hast, dann hast du da nicht viel zu gewinnen. Amazon ist eigentlich gut beraten, da einfach der Waffenverkäufer zu sein und den Marken Werbung, Fulfillment, Marketing, Positionierung zu verkaufen. Das ist definitiv das spannendere Modell als irgendwelche Lark & Clow, Daily Ritual, Good Threads und wie die ganzen Brands noch heißen. Stone & Beam, Rivet. Das werden niemals Marken werden. Das ist auch qualitativ nicht so viel besser als die China-Händler selber, glaube ich. Dann wozu? Macht Sinn so. So, Dille. Dann, das war das kleine Bergfest der Woche. Und wir hören uns am Wochenende wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann. Peace. Ciao, ciao.